voll, in die Presse, voll, die Presse, voll, die Presse. Voll, die Presse. Jo und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Voll in die Presse, unserem feuchtfröhlichen Medienpodcast. Wieder in voller Besetzung und nach langer Zeit mal wieder mit einem Gast. Die Gäste muss man natürlich zuerst nennen, die anderen Nasen kennt ihr alle. Das ist der liebe Hank Frank Schrader. Hallo Hank. Gute zusammen. Wer Benanza.de aufmerksam verfolgt, kennt den Hank vielleicht durch seine sehr schön salopp und flott eingeworfenen Filmrezensionen, Trailer Park News. Alle anderen haben jetzt die Gelegenheit, das kennenzulernen. Und natürlich ist auch der Rest der Bagage auf die verschiedenen Busse rund um den Benanza-Bus verteilt. Der Sammer zur Rechten. Was? Schreit wie immer rum. Der Prollo zur Linken. Wo? Ach, ja, hier, ja. Und in der Mitte der Beef. Hallöchen. Von rechts aus links gesehen. Von rechts aus links oder gerade us. Ganze Jahr. Und ich halte jetzt den Mund und wir legen los. Herzlich willkommen. Bevor wir es wieder vergessen, würde ich sagen, parallel macht meiner eine Flasche Bier auf oder was auch immer, damit das hier nicht so trocken ist. Weil der Hank, meistens kommen die Gäste ja nur zum Saufen hier bei uns ja. Im Podcast vorbei. Da wollen wir natürlich den auch nicht zu lange warten lassen. Ja, ich werde da direkt mal öffnen, so rein akustisch im Namen aller und natürlich dann gleich auch rundreichen. Also bitte hören Sie jetzt. Aha. Sehr gut. Ja, danke sehr. So, dann ich geh schon mal Richtung Fenster hier, dann reiche ich direkt weiter. Also Henk, du bist jetzt schon der Gast des Jahres, weil du bist der erste Gast so. In diesem Bus, der Alkohol mitbringt und nicht nur trinkt. Also ja, so die erste Großteil Flasche behalte ich jetzt kommen. Direkt mal hier. Kommt also, da noch was? Oder sollen wir aus derselben Flasche trinken? Also ich hoffe doch, dass da am Schluss ein so. Gutes Nettogeschäft für mich übrig bleibt. Ja. Also, aber einiges immerhin ja, gebe ich gerne eine Runde und noch eine. Allgäuer Büblebier, Edelbräu natürlich. Hervorragend, das sieht richtig schön aus. So, wir sind versorgt mit dem kleinen Burschen mit so einem Wanderhut und einer riesen Kanne Bier, so ein Tonkrug Allgäuer Bier. Edelbräu, hervorragend, mit dem Edelweiß drauf. Ach, wie schön. So, ich mache auch nochmal öffentlichkeitswirksam. Ja, aber da ist ja ein Kind, das Bier trinkt drauf, oder sehe ich das Nein, falsch? Das bringt das Bier doch natürlich nur. Wie, das bringt das Bier nur? Nee, das, ja, das ist die Spülkraft. Ja. Das hat ja rote Backen, was meinst du, warum? Hervorragend. Ja, dann würde ich mal sagen Prost, ne? Prost. Prost. Ja. Seit 1394. Und jo. Hält sich bis Oktober, also... Alles richtig gemacht. Gerade noch gut gegangen. Tolles Etikett, Bügelflasche. Und vor allen Dingen 5,5 Volumenprozent. Also hier ist ein Qualitätsniveau, wird hier erreicht heute, was hier selten, glaube ich, am Start ist. Ja, das könnte die Sendung des Jahres jetzt schon werden, im März. Aber damit wir auch was zu erzählen haben, ja. Würde ich sagen, Beef. Ja, du zuckst schon mit der Unterlippe. Ja, ich fange, ja Gott sei Dank nur mit der Unterlippe. Ich fange mal an irgendwie. Letztes Mal war ja unanierend, jetzt war es mit Tieren. Und ich sag mal, ich schick's direkt vorweg, nicht nachmachen, Kinder. Und auch die Erwachsenen im Speziellen auch nicht. Ich habe hier einen ganz schönen Bericht über eine bizarre Überlebensstrategie einer Schnecke, einer besonderen Schneckenart. Die köpft sich und überlebt und bildet einen komplett neuen Körper nach. Das ist ganz erstaunlich. Das heißt, die sogenannte Schlundsackschnecke. Jetzt weiß ich ja, warum die sich köpft mit ihrem Namen. Genau, ich glaube es. Vielleicht ist es angerannt. Sieht aber im Prinzip aus, mehr oder weniger wie so eine Schnecke ohne Haus und kann tatsächlich sich nach dem Köpfen, kann den gesamten Körper vollständig erneuern. Also nicht nur irgendwie einzelne Gliedmaßen, das gibt es ja durchaus auch mal im Tierreich, aber das ist alles Kinderkram für die Schlundsackschnecke. Die kann den kompletten Körper nachbauen. Das ist ziemlich faszinierend. Das heißt also, die wirft dann wirklich den Kopf ab und der... nach rund 3 Wochen hat die Schnecke dann einen kompletten Körper nachgebaut. Das kann sie auch mehrmals, das können aber eher die jüngeren Tiere.
Also sie wirft nur den Kopf ab und der Schwanz bleibt dran, oder? Nein, also der Kopf, also die köpft sich quasi selbst und aber der Kopf bleibt. Der Kopf bildet dann einen neuen Körper. Sich der Körper bildet einen neuen Kopf aus, wie man das ja schon mal in dem einen oder anderen Marvel-Film gesehen hat oder sonst irgendwie, sondern der Kopf bildet einen neuen Körper aus. Da braucht sie ungefähr 3 Wochen für. Ja, aber wie köpft die sich denn? Entschuldigung. Und was macht sie mit dem Rest? Der Rest vergammelt dann quasi. Also das ist dann einfach übrig gelassen. Die häuten sich ja eh, ne? Also die häuten sich halt. Die schmeißt halt alles ab. Die körpert sich. Die körpert sich. So beim Headbanging geht der Kopf ab. Ja, genau, der fällt irgendwie ab. Nee, das ist tatsächlich, warum die das tun, wissen sie noch nicht so ganz genau. Also nicht so wie bei Lurchen, wenn dann der Fressfeind hinten am Schwanz hängt, dann einfach. Also, nee, die kann das und sie haben auch tatsächlich beim Rahmen der Forschung haben sie das auch, das konnte die, hat auch die gleiche Schnecke das durchaus auch zweimal durchexerziert. Das heißt, Schnecke. Ach, wir reden gar nicht über eine, ich habe die ganze Zeit eine Schlange vor Augen. Deswegen sagte ich ja Schlundsack Schnecke. Also, ist sie denn mit Haus oder ohne? Ohne Haus. So, also quasi, hört ja gar nicht zu. Also ohne Immobilie. wie gesagt, braucht ungefähr 3 Wochen und das ist schon ziemlich faszinierend. Sie vermuten, die Wissenschaftler wissen es noch nicht ganz genau, wie sie das macht, vermuten aber, dass es sich eine bestimmte Alkenart, dass ihr die dabei hilft und genau. Was übrigens nicht geht, also die können nicht tatsächlich sich einen neuen Kopf nachwachsen lassen am Körper dann. Also das ist dann keine Schneckenteilung quasi, dass dann der alte Körper einen neuen Kopf kriegt. Aber es ist faszinierend. Aber wie gesagt, auf gar keinen Fall nachmachen. 2 Fragen vielleicht dazu. Sehr gerne. Die eine direkt zu deinem Thema. Überlegt die sich vorher, wo die ihren Kopf für 3 Wochen ablegt oder passiert das dann so übersprungsartig? Nee, das weiß ich nicht. Ich meine, das, wie weit Schnecken denken, ist ja eh noch ein relativ unerforschtes Terrain, unterstelle ich mal. Tatsächlich kann der Kopf sich dann bewegen. Also die schleimt dann mit dem Kopf so ein bisschen weiter dann irgendwie. Ah, okay. Bekannt aus einem Zombie-Film ihrer Wahl. Ja, genau, selbstverständlich. Genau. Die zweite abwegige Frage in dem Zusammenhang, man denkt ja irgendwie an Regenwürmer, wenn man die teilt, angeblich leben dann ja auch 2 Enden weiter. Weiß einer, ob das stimmt? Ich hab's nämlich. Ich glaube, es ist tatsächlich nur ein Teil, der weiterlebt. Der größere, der Arsch, der Kopf, wer weiß. Dann hoffen wir mal. Ich meine nicht beide. Vielleicht also doch, aber nicht. Oder auch nur einmal. Also hier ist es. Hausaufgabe. Wer macht denn die Hausaufgabe? Der Sava kann mal hier nachlesen, was mit den Regenwürmern ist. Ich glaube, beide Teile können weiterleben. Aber ob das jetzt von der Größe abhängt. Wie? Der nächste Gast wird ein Regenwurm sein, den wir dann hier live direkt das fragen. Hinterteil entfernen. Genau, nee, also wie gesagt, das ist ja, ich meine, vielleicht hat der eine oder andere sich dann, vielleicht träumt man ja auch mal von, ne? Also einfach 3 Wochen Urlaub nehmen und dann Kopf ab und ein bisschen Algen schlabbern und dann irgendwie staunen die Kolleginnen oder die Gatten oder wer auch immer. Normalerweise ist ja im Urlaub immer nicht Kopf ab, sondern Kopf in Nacken. Ja, wohl wahr, aber in dem Fall macht die den Nacken ab dem Nacken weg. Ja, also da träume ich ehrlich gesagt jetzt nicht so von Beef. Ja, gut. Ich habe ja gesagt, der ein oder andere. Das muss ja nicht, ich habe keinen konkret angesprochen. Ja. Und dann sitzt du da. Sitze da, genau. Und aber normalerweise habe ich keine Algen eingekauft. Jetzt wird es aber nichts. Das ist dann auch doof. Normalerweise haben ja solche Aktionen irgendwo einen tieferen Sinn im Tierreich. Ne? Die machen ja sowas nicht aus Dafke, dass sie dann einfach so, ach. Ja, ewiges Leben. Scheißkörper, oder? Fett. Hier so nach Weihnachten, oh, weg damit. Ewiges Leben, wie bei Highlander, da wird ja auch geköpft, nur macht es ein anderer und vielleicht auch Fortpflanzung einfach. Ich meine, das ist ja so eine Art Fortpflanzung, ne? Du kommst um einen Partner drumherum, da macht es vielleicht schon mal Sinn, sich lieber zu köpfen. Ja. Wie gesagt, hier wird auch noch darauf hingewiesen, das können die älteren Exemplare der Schlundsackschnecke können das nicht mehr. Die versuchen es zwar wohl auch noch, vielleicht sind sie auch ein bisschen dazu forciert worden, aber da sind die Köpfe nach rund 10 Tagen dann auch verstorben, ohne einen neuen Körper ausgebildet zu haben. Der Schlunz. Das reicht eher nur was für die Jugend. Aber habe ich das richtig verstanden? Die heißt Schlunzsack? Nee, ohne Schlunz. Schlund. Schlund wie Schlund. Hey, du Schlund. Schlundsackschnecke. Ist auch ein geiler Name. Ist also weder Schlunz noch Schlotze noch sonst irgendwas, sondern so ein typischer Dialog schon zwischen den Schlunzsackschnecken. So, oh jetzt, dann habe ich wieder richtig einen weggeschädelt. Ja. Abgeschädelt. Abgeschädelt. Ja, genau. Okay. Ah, wo habe ich nur meinen Kopf? So, wie kommst du denn auf solche Geschichten? Wer schreibt denn über die Schlunzsackschnecke? Das ist irgendwie das ist PM-Magazin? Nee, das ist, also ich habe es aus dem Spiegel, die beziehen sich aber auf ein Fachjournal Current Biology. Und das ist eine japanische Forschergruppe, die das entdeckt hat. Also insofern. Na geil. Ja gut. Also wie gesagt, Schlundsackschnecke. Wenn du jetzt zuhörst, geht ja mit dem Kopf. Ne? Also ich weiß die ja, Japaner, die hatten auch irgendwas mit Köpfen. Ne? Oder?
Ja, aber anders. Die haben sich ja quasi selbst entleibt. Also vielleicht ist das der Zusammenhang. Das könnte natürlich sein, ja. Hm. Ja. Ja. Passt schon irgendwie. Na gut. Ja. Männer, seid ihr eigentlich alle im Homeoffice? Ja. Ja. Ja, alle, ne? Oder? Sicher. Ja, wäre das nicht cool, irgendwie da arbeiten, wo andere Urlaub machen? Wäre das was für euch? Ja, kommt auf den Urlaub an, ne? Harz? Kommt auf den Urlaub an, nehmen wir mal zum Beispiel die Kanaren. Wäre das nichts, irgendwie mit eurem Homeoffice komplett auf den Kanaren, so mal 1-2 Monate, jetzt vielleicht gerade, wo es eh nicht so toll ist? Im Nachhinein hätte man das ja seit einem Jahr schon haben können. Aber die Chance haben wir jetzt verpasst. Würde ich machen. Würdet ihr machen? Ja, weil das ist tatsächlich ein Trend. Habe ich hier aufgegriffen in der Badischen Zeitung, ist aber auch woanders, weil die dpa hat es geschrieben, zu finden. Also aus der Not eine Tugend machen sozusagen. Wir haben kaum Tourismus und da kommen dann kreative Köpfe auf die Idee, die ehrlich gesagt nicht ganz neu ist, aber die jetzt. Sorry, kreative Köpfe waren wir direkt bei den Schnecken. Tut mir leid. Ja, genau. Sorry. Also es ist keine ganz neue Idee, aber jetzt wegen Corona hat die halt richtig Auftrieb gekriegt. Es gibt Domizile zum Beispiel auf den Kanaren, um bei dem Beispiel zu bleiben, wo sich die Tourismusmanager eben gedacht haben, wie kriegen wir die Leute hierher? Und jetzt mit der Digitalisierung und dem ausufernden oder um sich greifenden Homeoffice ist es jetzt ein großer Trend, dass mehr und mehr Apartments und sogar ganze Siedlungen angeboten werden, wo du alles hast, was du zum Arbeiten brauchst, also ein superschnelles WLAN und was weiß ich, auch das Ganze zur Selbstversorgung, das Apartment und Schreibtisch, was weiß ich, was alles, was du brauchst, ist da. Und dann kannst du zum Beispiel, auf Fuerteventura steht hier in dem Artikel ein Beispiel, kannst du dann für 700 Euro im Monat, was ich echt einen Schleuderpreis finde, kannst du da dann arbeiten. Ja, du kannst da, wenn dein Arbeitgeber, ich weiß jetzt nicht, ob eure Arbeitgeber es mitmachen würden, aber angenommen sie würden, dann könntet ihr da arbeiten, dann bist du von 8 bis 4, was weiß ich, am Rechner und dann gehst du an den Beach. Ja, das ist nämlich auch, das wird wirklich kombiniert, das heißt, du hast dann teilweise direkten Strandzugang auch und kannst das komplett miteinander verbinden. Und ja, ich weiß nicht, wie ihr es findet. Ich fand immer eigentlich so Privates und Job teilen, finde ich eigentlich eine gute Idee. Aber das ist ja kein Urlaub. Das ist ja nicht Urlaub, sondern du bist während deiner Arbeitszeit einfach in einer geileren Umgebung. Ist das nicht, also ich find's eine tolle Idee eigentlich. Was meint ihr? Ja, ihr werdet lachen. Ich war ja über den Jahreswechsel auf einer kleinen Kanareninsel und als die Rückreise dann anstand, habe ich mich tatsächlich schwer und übelst selbst überreden müssen, wirklich die Rückreise anzutreten, weil genau diese Option nämlich bestand. Und die bestand auch noch ein paar Wochen später, um es vielleicht nochmal anzugehen. Aber aus diversen anderen Gründen haben wir es dann doch nicht gemacht. Aber die Möglichkeiten waren da und da wäre ich auch nicht der Einzige gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Da sind mir Menschen bekannt, die das genauso gehandhabt haben jetzt hier, zumindest in den ersten 2-3 Monaten des Jahres. Ja, also hier steht auch Madeira. Plant hier wohl, oder ich weiß nicht, ob sie schon sind, da gibt es ein Startup, die das organisieren, Aufbau der größten europäischen digitalen Nomadengemeinschaft in dem malerischen Dorf Ponta do Sol. Und ja, also dieses Stichwort digitale Nomaden hört sich ja irgendwie jetzt erstmal witzig an, aber das könnte nach Corona, ist ja auch irgendwann mal vorbei, tatsächlich eine Sache sein, die sich verfestigt, also die nicht nur irgendwie eine Idee ist, die mal so kurz hochkommt, denn du kannst es ja wirklich, man kann es sich ja wirklich sehr gut vorstellen. Viele Jobs können am Rechner komplett erledigt werden. Du kannst ja mittlerweile, habe ich jetzt auch gelernt, dass man bei diesen WebEx-Konferenzen, Videokonferenzen, du kannst ja per Knopfdruck dir auch einen seriösen Hintergrund dazu schalten. Ja, du sitzt zwar eigentlich in deiner Bambushütte oder am Beach und schaltest dir dann aber schön einen künstlichen Hintergrund dazu und dann machst du deine Telco oder Videokonferenz in dem Fall und danach gehst du erstmal eine Runde schwimmen. Ach so ist das. Ich sitze immer in meinem langweiligen Homeoffice und schalte mir so eine Bambushütte als Hintergrund dazu. Ja. Ich habe jetzt nicht ganz verstanden. Ich habe jetzt kürzlich einen wegen seinem komischen animierten Hintergrund beleidigt und dann meinte er, nächstes Mal mein Wohnzimmer.
Ich hab gehört, also das ist noch ein Schritt weiter, aber ich habe irgendwie gelesen die Tage, dass manche Leute einfach genervt sind, von ihren eigenen vier Wänden da zu arbeiten und dass der Trend jetzt auch dahin geht, vielleicht sogar in derselben Stadt in ein Hotel tagesweise zu gehen, sich also, was früher nur irgendwelche Seitenspringer vielleicht gemacht haben, ein Tageszimmer zu nehmen im Hotel. Das bieten die eben auch an, weil die eh leer sind. Die haben teilweise ganze Etagen freigeschafft für Büroleute, die morgens sich da einloggen und quasi Homeoffice im Hotel machen mit ganz Versorgung, und sie können dann da auch so Drinks nehmen. Irgendein Hotel sogar, ich weiß gar nicht, wo es war, das ist gar nicht hier so weit weg, die haben ihren VIP-Bereich, den sonst nur die Krösus-Kunden bekommen, haben die tagsüber bis 18 Uhr freigeschaltet. Da kannst du dich für 18 Euro oder 15 Euro einwählen und kriegst Kaffee und antialkoholische Getränke den ganzen Tag über und kannst dann da im Wi-Fi arbeiten. Ich als Menschenfreund kann ja auch genau sagen, warum. Nämlich aus zwei Gründen. Erstens, du hast die Hackfressen von zu Hause nicht da sitzen. Und zweitens, du hast die Hackfressen aus dem Büro nicht da sitzen. Ja. Ja. Also letztendlich, warum nicht mal im Knast? Ja, einfach mal einen umlegen, dann hast du schön ein paar Jahre Büro im Knast, hast deine Ruhe, kriegst Kommst Essen du denn gebracht. Jetzt auf umlegen? Ich habe nur von einem Tageshotel ja, gesprochen. Ja, stimmt. Ja, aber vielleicht Köpfen. Das ist jetzt nicht JVA. Oma gibt Handtasche oder so. Ja gut, der Prollo, das ist halt hier unser durchgeknallter Kollege. Aber das ist, Ben, gut, dass du das ansprichst, weil das hätte ich jetzt hier fast vielleicht ein bisschen untergegangen, was auch in dem Artikel hier angesprochen wird. Das ist auch ein großes Thema wohl für Städtetourismus. Also man geht einfach davon aus, dass in Städten die Infrastruktur schon da ist. Es ist im Prinzip alles vorhanden, auch in den Hotels schon vorhanden. Und die Städte sind im Moment, was Tourismus angeht, natürlich auch sehr leer. Und man möchte das entwickeln, dass dann auch die Leute einfach Montag bis Freitag ihren Städtetrip machen können. Dann ohne Urlaub zu nehmen, fährst in irgendeine Stadt, sei es jetzt hier um die Ecke in Deutschland, weil du vielleicht nicht so weit weg möchtest oder ein bisschen weiter weg, machst eben deinen Job und bist dann abends, schaust du dir die Stadt an. Ja? Also das ist wohl auch eine Möglichkeit, um eben in Städten, die jetzt auch unter der Tourismusarmut gelitten haben, da auch wieder ein neues Feld für sich zu finden. Also das ist, ich finde das hochinteressant. Also es gibt hier kommen auch Leute zu Wort, die halt auch einfach sagen, ich möchte die Welt kennenlernen und irgendwie muss ich auch arbeiten, aber so kann ich das kombinieren. Ja, finde ich geil, würde ich sofort machen. Ich habe aber auch noch einen Tipp, was du machen kannst, wenn das irgendwie nicht geht, aber du es trotzdem zu Hause scheiße findest und man einen Tapetenwechsel brauchst. Was könnte man da typischerweise veranstalten in eigenen vier Wänden? Tapezieren. Tapezieren ist gut. Und vielleicht noch ein paar neue Möbel besorgen. Die kauft man ja auch gerne bei IKEA. Na, da kauft man doch das Bier. Ja. Richtig. Da kannst du da gleich noch mit einpacken. Ja. Bier und auch Möbel. Und ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. IKEA hat ja letztes Jahr seinen gedruckten Katalog eingestellt. Ja, ja. Und das sind 200 Millionen Kataloge, die damit nicht mehr gedruckt werden. 200 Millionen? 200 Millionen weltweit, die sie jetzt nicht mehr quasi an Bäumen abhacken müssen. Aber sie haben sich was Neues ausgedacht für dieses Jahr. Den digitalen Katalog? Ja, also das wäre jetzt zu langweilig, dann würde ich es hier nicht bringen. Aber es gibt schon, man könnte ja sagen, wir sind sowas wie ein Podcast. Also ich dachte, den Katalog als Minnesänger quasi. Dass ja, fast. Der gesprochene Katalog. Den gesprochenen Katalog, genau. Ah. Den Katalog gibt es jetzt als Podcast. IKEA liest jetzt den Leuten den IKEA-Katalog vor. Bisher nur mit so einer amerikanischen Stimme. Wir werden das verlinken. Hi, I'm Billy. It's a woman. It's a woman. And she says, hello. Oh, you know, it's quite a different format, but you will like it. Was erzählt die einem denn da so? Ja, die liest dir das Deckblatt vor und dann liest sie dir die einzelnen Seiten von dem Billy-Regal oder was? Ja. Ja. Okay. Ist toll, sie beschreibt das. Das ist ja fast nur so intelligent wie unser gesprochenes Video, würde ich mal sagen. Richtig. Ja? In genau diese Richtung geht es. Der gesprochene Katalog, nichts anderes ist das. Und das gibt es bei YouTube, bei Spotify. Wie gesagt, wir werden es verlinken. Und IKEA hofft so, weil halt, sie sagen das auch in der Einleitung, ich habe mir nur die Einleitung angehört, danach bin ich eingeschlafen, aber die sagen, das ist halt ganz klar, Menschen nehmen sozusagen dieses Podcast-Format gerne mit in ihren Alltag und da wollen sie auch die
sozusagen IKEA-Fans abholen und denen erzählen, was es alles Schönes im Katalog gibt. Und erzählen dir das einfach. Du kannst es dann abends zum Einschlafen, kannst du dann die, was weiß ich, Billy-Regalreihe dir vorstellen lassen. Oder wenn es ein bisschen heißer willst, dann gibt es ja auch ein Bett namens Lexfick. Da habe ich aber vor Jahren auf Benanza.de einen Artikel geschrieben, der hieß ein Bett namens, ich glaube, Gutfick und Lexfick sind allerdings Orte in Schweden. Naja, das wollte ich eigentlich nur hier zum Besten bringen, dass auch ganz, ganz viel interessantere Podcast-Formate als das unsere im Start sind. Ja, aber auch, ich bin begeistert davon, dass du direkt auch mal wieder das erzählt hast, was ich als erstes gedacht habe, nämlich, dass das zum Einschlafen super ist. Also so wie man den Kamin ersetzt hat, irgendwann durch ein Lagerfeuer auf dem Fernseher, auf dem PC oder eine früher, ich weiß nicht, ob es heute noch gibt, im Regionalfernsehen dann irgendwie eine Kamera in den Regionalexpress reingestellt und dann einfach mal der Strecke gefolgt. Das ist ja super zum Einpennen. Tolle Idee. Also zum Einkaufen brauche ich es nicht, aber zum Einpennen wäre es cool. Ja, ist die Frage, ob man dann da irgendwie tatsächlich sagt, das könnte ich mir doch in mein Wohnzimmer stellen. Ja, oder ein Schlafzimmer. Aber das, ich weiß ja nicht, also ein Podcast über Möbel. Hier zu Ihrer Linken betreten wir das Schlafzimmer. Die Aufliegematratze Knatterbjörn. Sie verzeiht Flecken großzügig. Ja, genau, abwischbar. Ja, abwischbar. 13 Kapitel immerhin. Ein Prolog und 13 Kapitel. Also die schaffen das ganze Sortiment auf 13 Kapitel zu verteilen. Werden dann auch die Aufbauanleitung vorgelesen? Also mit jeder einzelnen Schraube, die dann... Wir sind ja quasi auch wortlos, die Aufbauanleitung. Ja, das sind immer nur so Figürchen, meistens zwei, und dann ist irgendwas kaputt und dann ist ein Pfeil auf den Typ, der dann ausgelacht wird. Das ist dann die Stelle im Podcast, wo es 2 Minuten lang ruhig ist. Ja. Wo wir immer trinken. Oder so Fluggeräusche im Hintergrund. Irgendwo knackt was. Fluggeräusche. Scheiße! Die Schraube, ich finde die nicht. Genau. Vielleicht noch einen abschließenden kleinen Quiz. Was glaubt ihr, wie alt wäre der Katalog? Oder wenn man so will, ist er ja immer noch da. Wie alt wird der Katalog in diesem Jahr? Seit wie vielen Jahren gibt es den IKEA-Katalog? Das hätte ich nämlich auch nicht gedacht. 52? 62? Ja, ich würde mal sagen, in den 60er Jahren. Also 60 Jahre oder in den 60er Jahren? In den 60er Jahren, also. Okay. Kommt ja auf selber raus letztendlich. Ja. Ich würde sagen 51 Jahre. Ja, ich sag mal 65. Ich sag 56 Jahre. 70 Jahre. Er wäre 70 geworden dieses Jahr. Ja, der muss auch nochmal langsam zu Grabe getragen werden. Ne? Das geht ja gar nicht. Also der ist ja schon alt genug. Das stimmt. Der wird ja wiederbelebt. Er hat quasi seinen Körper abgeworfen. Der Kopf ist geblieben und liest dir Sachen vor. Wächst jetzt den Podcast-Körper nach. Genau, jetzt wird es aus dem Kopf, der Katalog aus dem Kopf quasi. Ja. Traumhaft. Weiß einer von euch, also den Begriff Blockbuster dürften ja alle kennen, unterstelle ich jetzt mal. Das war in der DDR so ein Typ, der da aufgepasst hat, dass alles... Ja, genau, das ist der Großcousin, das ist dann der Blockwart, also quasi das ist der Blockbuster. Also, der Bruder vom Bierwart. Ja, genau. Genau. Wisst ihr auch, was ein Mockbuster ist? Oh, nee. Was ist denn Mock nochmal? Mock ist doch Mockups. Mockups sind doch so Geschichten in Filmen, wo die dann das irgendwie nochmal durch den Kakao, also wo die das nochmal, da nehmen die, glaube ich, die richtigen Filmszenen und machen einen neuen Sound drauf. Ja, das geht schon mal in die richtige Richtung, ja. Ich weiß es tatsächlich. Ja, ich wollte sagen. Aber ich möchte es jetzt nicht spoilern an dieser Stelle. Doch, du kannst da richtig jetzt rein raushauen. Das hatten ja jetzt schon alle. Ja, also ich gehe mal davon aus, was du jetzt meinst, ist, dass wenn sehr große Blockbuster ins Kino kommen oder veröffentlicht werden, dass es dann mehr oder minder halbseriöse Produktionsunternehmen gibt, die dann im Fahrwasser dieser Werbekampagne ein eher günstig hergestelltes Filmmaterial produzieren, was dann unter einem sehr ähnlichen Namen veröffentlicht wird, damit die Dödel, die das nicht kapieren, diesen Film kaufen. Zu den Dödeln gehöre ich tatsächlich. War schnelle Euro abgreifen. Ich hab eine Zeit gehabt, da ging es mir irgendwie, glaube ich, nicht so richtig gut. Jedenfalls habe ich das damit kompensiert, dass ich DVDs und Blu-Rays wie ein Irrer gekauft habe und dann immer so, geil, kannst du kaufen. Und dann habe ich mich regelmäßig in meiner Sucht, also ich hatte so ein bestimmtes Limit bei eBay, das wollte ich nicht überschreiten, aber ich wollte es dann einfach haben. Dann habe ich geboten und nicht zu selten
habe ich dann statt Jurassic Park irgendwie, keine Ahnung, Jurassic Quark oder so gekriegt. Tatsächlich denke ich so, das ist aber ganz komisch, das Cover. Das ist doch gar nicht, was ist das, ist, das, ist das die Japan-Version? Ist oder? Das der Grund, weshalb wir bei dir im Keller mal diesen schrägen Film mit dieser schlechten Mumie geguckt haben? Nee, Papa, die hat der Beef mitgebracht. Mama Hotep. Die hatte der für 2 Euro vom Grabbeltisch im Mediamarkt oder Pro-Markt gab es damals noch. Genau. Ich habe die nämlich ein Jahr später auch gekauft, auch für 2 Euro. Und ich glaube, das gleiche Kriterium war, die war sehr schön verpackt in so einem Schuber, mit genau, so einem Pappschuber. Ich habe Special Edition mit noch einer zweiten DVD nochmal und wo ja, die ja, nicht, genau. nicht und vorhandenen der, Special Effekte erklärt waren. Der Hauptdarsteller ist ja der Typ von Tanz der Teufel, ja, genau. Der ist auch kein ganz schlechter, der den Elvis da spielt. Ja, der, genau, da ist so Elvis Presley, aber der echte dabei. Ne? Also ich, ich bin geradezu entsetzt, dass hier bei unseren ernsten Themen hier alles gehaltene Stimmung ist und jetzt bei so einem schwachsinnigen Film drehen hier, ist ja völlig der Ton übersteuert, alle grölen. Ja, das also, muss die Technik nachher machen. Ja, das war aber ja ein Highlight des Benanza Kellerkinos, wenn wir damals noch da gesessen haben und Film geguckt haben und das war, ich glaube, danach sind ganz viele gegangen. Ich habe das immer gerne an meinem Geburtstag Kino genau. gemacht und wir hatten die Bude voll. Und ja, man dachte, wann nimmt denn dieser Film Fahrt auf? Und der wurde einfach nicht besser. Vom Plot geil gemacht, wirklich, hat mich ganz oft ans Nachdenken gebracht. Aber da passiert halt, das ist halt zu lahm, ne? Der war scheiße. Tja, und war einfach scheiße. Genau, aber das hier, unser Filmfachmann hat sich jetzt nicht blamiert. Er hat im Prinzip genau richtig beschrieben. Also es geht darum, dass einfach so Film-Franchises teilweise auch eben, dass sich da Filme mit so einem möglichst Minimalbudget hinten dranhängen. Also auch dann zum Vergleich, die kosten dann teilweise nur ein paar $10,000 oder $30,000 und hängen sich an solche Sachen, an bekannte Filme dran und imitieren dann den Namen mehr oder weniger. Also hier als Beispiele werden genannt, da ist dann statt Fluch der Karibik heißt das dann Piraten der Karibik oder statt Pacific Rim ist es der Atlantic Rim. Komm, hätte man drauf kommen können. Und, kurze Frage, vielleicht weiß es auch der Filmexperte im Nachbarbus, aber dieser B-Movie, ja eigentlich ein B-Movie, Sharknado, hat ja seinerseits, ist ja schon, ich weiß nicht, ob das seinerseits schon ein Mockup war, aber Sharknado hat ja auch ganz viel Stonenado und was weiß ich, ganz viele Ableger gehabt. Ist das ähnlich oder zählt das nicht in die Kategorie? Das zählt tatsächlich nicht in die Kategorie. Das ist eine Ausgeburt der unfassbar dilettantisch auftretenden Produktionsfirma Asylum. Genau. Für weitere Recherchen empfehle ich sehr das Tele5-Format Schläferz, die schlechtesten Filme aller Zeit mit Olli Kalkofer und Peter Rütten. Da kann man sich der ganzen Sache, ich sag mal ganz vorsichtig, gut moderiert nähern, ohne bleibenden Schaden davon zu tragen. Aber ja, also tatsächlich ist das ernst gemeint gewesen am Anfang, bis dann irgendwann Eigendynamik aufgenommen hat, die natürlich dann in Selbstsatire geufert ist. Ich sage das nur deshalb, weil ich das Niveau, das hohe, bekannt hohe Niveau des Kellerkinos, von dem ich gerade sprach, auch mal mit dem Film bereichert habe. Und da sind dann schon während des Films viele Gäste gegangen. Ich habe ihn mir allerdings auch ganz alleine bis zum Ende angeguckt. Also eigentlich sind alle Gäste gegangen, außer ich. Sharknado gibt es ja gefühlt, ich meine 4 oder 5 Teile. 6. Also 6 inzwischen, okay, also sensationell. Also ich meine, warum richtig, aufhören? Ja eben, warum aufhören, wenn es nicht funktioniert? Oder anders? War das nicht irgendwie anders? Egal, auf jeden Fall. Nee, also hier einfach um das nochmal kurz abzugrenzen. Also hier geht es tatsächlich eher um sich an Bekannte dran zu zecken und quasi so ein bisschen eben, wie du es ja eben aus eigener Erfahrung beschrieben hast, ein paar Euro bei den Leuten abzugreifen, die aus irgendwelchen Gründen nicht so genau beim Titel hinschauen und dann eher das den Mockbuster statt den Blockbuster und das, kaufen. Das lohnt sich wirklich. Also es gibt so viele Idioten wie mich, die das nicht merken. Und ja, dann, du bist nicht völlig allein. Ja, so einen Film kannst du jetzt ja auch nicht total billig. Kannst du nicht mit der Video 8-Kamera dann da reden? Na, das ist tatsächlich, nee, aber die sagen schon, also ich meine, wenn so ein Fluch der Karibik, was weiß ich, der dann inklusive natürlich auch horrender Darstellersummen dann irgendwie 150 oder 200 Millionen Dollar kostet, wenn die so ein Ding halt für ein paar Tausend oder ein paar Zehntausend Dollar drehen, weltweit auf den Markt stopfen, das rechnet sich relativ schnell. Also es gibt ganze Produktionsgesellschaften, also Asylum zum Beispiel. Dann gab es in Deutschland noch so eine Firma, nennt sich Dingo Pictures. Das ist ein deutsches Unternehmen, die machen einfach diese Imitate. Das ist tatsächlich bewusst Zielgruppe, sind zum Beispiel auch
zum Beispiel Großeltern oder andere Aufsichtspersonen, die den Kindern irgendwelche Disney-Filmchen geben wollen und meinen, das wäre eine gute Sache, wenn es eben nicht, was weiß ich, wenn es nicht Bambi heißt, sondern Goldi. Und das haben die dann gekauft. Und das war ganz ehrlich. Ja, aber Stichwort Pornoparodie, ja. Also, also. Die Opa nicht mehr so ganz auf der Höhe ist, wer weiß, was er den Enkeln da hinstellt. Ja. Nee, ja. Es sind tatsächlich keine Pornos, es ist einfach nur ja, das selbe Film, in, ja, aber nur in Schade. Schluss. Ich wollte so mal ein Thema einbringen, wo ich Experte bin. Dann ja. Die Frage Urheberrecht. Urheberrecht gibt es natürlich auch immer wieder Probleme, das wird ja auch beschrieben, dass dann auch die verschiedenen Filmproduktionsgesellschaften dann das auch einklagen und dann muss dann vielleicht der Titel geändert werden. Das ist zum Beispiel bei dem Film Age of the Hobbits. Da geht es auch gerade um Hobbits, da geht es um irgendwelche Ureinwohner, die halt nur kleinwüchsig sind. Sie mussten es dann den Titel ändern, aber allein dadurch bekommen sie ja schon die Aufmerksamkeit, die dann letzten Endes gewünscht ist. Ist aber inhaltlich, ist das dann quasi inhaltlich kopiert oder machen die dann inhaltlich im Endeffekt einen Film, der irgendwie Piraten segeln durch die Karibik ja, und angeln? Ja, klar. Es ist irgendwie, das ist jetzt nicht dieselbe Story, also das Urheberrecht inhaltlich ist da jetzt ja, dann nicht verletzt. Selbe Story, ganz grob, natürlich, Junge liebt Mädchen. Ich meine, da gibt es viele Filme, die auf diesem Ansatz basieren. Also von daher ist das durchaus schon dran, aber da jetzt die einzelnen, also da werden nicht Dialogszenen nachgesprochen, sondern es geht wirklich um den schnellen das Ziel ist nur, das Ding zu verkaufen. Das soll ja keiner gut finden, wenn er es geguckt hat und sagt, ja, oh Mann, dann hole ich mir auch noch einen zweiten Teil vom Age of the Hobbits oder Atlantic Rim 3, ja. Sondern tatsächlich, es gab übrigens auch schön von The Asylum, von der Produktion, gab es auch Titanic 2. Da muss man sehr hochkommen. Das kann ich sehr empfehlen. Das ist ja auch, geil, einen zweiten Teil, den es nicht gibt, dann einfach selbst zu drehen. Schiff ja, ist gesunken im ersten Teil. Ja, aber das Ganze. Das ist ein Zombie-Film. Kann man drauf kommen. Aber das Ganze ist doch noch besser. Ich meine, jetzt aus Verbrauchersicht, also aus Prollo-Sicht, du als Verbraucher hast du dann halt die scheiß DVD gekauft, vielleicht den scheiß Film. Aber schlimmer ist doch, wenn dir das gleiche Prinzip, wenn dir das irgendwie mit einem Partner passiert. Also irgendwie Brad Pitt ist gerade total in und die Leute hauen sich alle die Frisur auf den Kopf beim Friseur und du greifst dann das Imitat dir ab als Frau oder umgekehrt, kannst ja auch Geschlechter umgekehrt passieren und dann hast du plötzlich den Idioten an der Backe ein Leben lang. Kann ja auch passieren, ne? Es ist schlimmer. Ja gut. Und stellst hinterher fest, es ist wirklich Brad Pitt. Aber nur eine Frisur. Also das Schlimmste ist ja, wenn es Bier alle ist. Ne? Ja. Also das muss man auch nochmal gerade gesagt haben. Ja. Ich wollte gerade sagen, also mein Bier ist zwar noch nicht ganz alle, aber wir haben ja hier ein bisschen was vor. Ich könnte auch nochmal eine Runde verteilen, damit du, ich sehe, dass der Beef natürlich auch wieder richtig schön geladen hat, aber ich habe ja auch noch was. Und weil wir gerade bei Filmen sind, das kommt ja nicht von ungefähr. Das ist eine sehr schöne Überleitung gewesen. Ein hier. Träumchen. Ja, der Hank Frank, man könnte meinen, der hat ein bisschen Ahnung von Filmen. Zumindest schreibt er ja regelmäßig darüber. Und ich glaube, du machst das auch irgendwie beruflich. Du musst jetzt hier nicht zu sehr darauf eingehen, weil du bist ja vielleicht auch Auftragskiller oder so. Aber man könnte meinen, du weißt, wovon du sprichst. Und deswegen. Ganz im Gegensatz zu uns übrigens. Ja. Wollen wir jetzt mal ein Novum in diesem Bus. Heute hören Sie einen Gast, einen Sprecher bei Voll in die Presse, der wirklich weiß, wovon er gerade spricht, weil er sich davon auskennt. Und das ist jetzt sozusagen, das sind jetzt deine 5 bis 10 Minuten, was auch immer. Du kannst uns hier einen vom Pferd erzählen. Wir werden brav nicken. Wir geben noch ein Bier durch die Fensterscheibe. Das ist jetzt, ich lese mal vor, Becks unfiltert. Habe ich zumindest noch nicht getrunken. Schönes, dreckiges Becks. Aus dem Hafen Wessel von Bremen. Hast du vielleicht auch noch einen Flaschenöffner, den du uns hier Achso, den habe ich jetzt nicht dabei, weil ihr könnt noch eine Flasche haben. Ihr könnt das mit der zweiten. Ja. Aber so rein vom Niveau, Hank, wäre es trotzdem nett. Einfach so, da denk mal so ein bisschen an uns. Wir müssen auch noch ohne dich demnächst klarkommen. Also. Messlatte, ich kann nicht das so auch nicht. Ja, bitte. Ja, ich drehe, also wenn es zu gut wird, drehe ich hier das Volume runter. Ja. Ne? Wie geht denn das? Eine Flasche mit einer zweiten Flasche öffnen, habe ich noch nie probiert. Und ich will hier mir auch nicht die Auslegeware ruinieren. Mach doch jetzt mal bitte die Flasche auf. Das ist mir sichtlich unangenehm hier. Ja, also während ihr da... Hank, weißt du, wovon ich gerade spreche? Also der Gastbeitrag wurde die ganze Zeit Bier, kann nicht mal eine Flasche zerredet. Ich bin Mittrinker. Ja, sehr schön. Also erstmal, ich darf nicht zu viel über meinen Beruf verraten, weil das könnte alle verunsichern. Ja. Nee, war nur ein Scherz. Also tatsächlich,
ja, habe ich in dieser Branche schon so ein paar kleine Erfahrungen machen dürfen und bin jetzt auch, ich sag mal, im weitesten Sinne bildungstechnisch dahingehend unterwegs und habe mir aber so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, auch diese ja, etwas abseitigen Filme, die jetzt vielleicht nicht, also die irgendwo zwischen Pacific und Atlantic Rim irgendwie schwimmen, ja, auch so ein bisschen zu fördern und in die Welt zu erzählen. Ostsee-Rim. Genau, no, ja, ja, nee, dann eher doch Mittelmeer-Rim. Oder das Baltic Sea-Rim. Also, da wir eben schon mal bei Japan waren hier, habe ich auch noch ein bis zwei Filmtipps zu Japan heute dabei. Will ich direkt mal mit dem ersten anfangen, mit dem unfassbar schönen Titel Wet Woman in the Wind. Ja, wunderschön. Und man muss sich das so vorstellen, stellt euch vor, ihr steht so bei Sommer, sonnigen Wetter an so einer Hafenmauer, ihr sitzt da relativ gelangweilt, ganz alleine, so als, ja, wie wir alle mit 30er, männliche, vor Männlichkeit strotzende Personen. Ja. Gerade frisch geköpft. Sowieso, uns gerade gehäutet der und Schwanz so weiter. Ist gerade frisch nachgewachsen, ja, möchte ich so also sagen. Ich glaube, das ist auch, ja, kennen wir alle, ne? Im Homeoffice auf den Kanaren. Ja, ja. Und plötzlich kommt ein attraktives Girlie auf dem Fahrrad an, fährt direkt vor unserer Nase mitten in den Atlantik oder Pazifik oder whatever und ja, steigt aus, also Fahrrad bleibt liegen, sie kommt als Miss Wet T-Shirt wieder raus, was sie dann aber auch nicht mehr allzu lange am Leib trägt und rennt uns hinterher, ja? Also wie gesagt, passiert mir eigentlich relativ häufig sowas. Ich wollte gerade sagen, eine normale ist eine Szene aus dem normalen Leben. Ja, eben, normaler ganz genau. Vorgang. Ja, also ich erzähle euch nächstes Mal was über meinen Zivi-Alltag. Ja. Also bisher völlig normal. Allerdings, der Herr, der hier in diesem Film den Protagonisten spielt, der hat sich selbst eremitiert und hat nämlich eben überhaupt keinen Bock auf Frauen gerade. Also er ist ein in der Sinnkrise steckender Autor und sein Motto ist irgendwie so, also no women anymore, die ersticken mit ihrem dauernden Geficke meine Kreativität. Ja? und das, führt dazu, dass er versucht, dieses Miss Wet T-Shirt Girlie loszuwerden. Und das ist tatsächlich eigentlich die ganze Geschichte. Ja, also der komplette Film. Mehr ist es nicht an Story, aber ist wirklich saukomisch, sehr pointiert, explizit pointiert, um es mal so zu beschreiben. Ja. Hier ist Verführung, wie man so schön sagen kann, gleichzeitig Thema und auch Form. Sieht hervorragend aus. Für Japan-Fans sicherlich sehr lohnend, weil eben auch eine besondere Bildsprache und ein besonderes Acting hier passiert. Also nichts für Rosamunde Pilcher-Fans oder für US-Sitcom-Glotzer und auch nichts für Til Schweiger Deppenkomödien, Deppen. Kann ich Ihnen in dem Sinne trotz quasi nicht vorhandener Geschichte sehr empfehlen. Ich habe da muss ich mal kurz zwischen einhaken. Ich habe mich kurz gefragt, der Beef hat ja in der letzten Folge erzählt von dem Vorsitzenden der AfD-Jugendfraktion oder wie heißen die? Ich muss immer sagen, ich will immer SA sagen, JA. JA ist das. Okay, aber der Typ, das war ja doch so ein, ist der vielleicht der Autor? Der war ja auch so gegen Onani und dass das die Kreativität und Energie und sonst was alles stört. Vielleicht hat der da mitgeschrieben am Drehbuch. Ja, ist ja crossmedial hier alles. Also ich sehe das schon, das ist sehr komplementär, unser Gespräch hier über Wochen hinweg. Das war schon ganz schön viele Fremdworte. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Also habe ich mir alles natürlich aufgeschrieben gerade hier. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt sage. Aber wenn da jetzt so viele explizite Szenen drin sind, wird das natürlich schwer mit der No-Anani. No-Nani. Ja, also so explizit sind sie dann, ich sag mal so, nackte Haut ist sichtbar, aber so richtig erotisch wird es nicht. Es ist eher lächerlich und es ufert nachher aus, weil dieser Autor ist sogar ein Bühnenautor, dann plötzlich auch von seiner Ex-Bühnencrew in seinem Eremitendasein gefunden wird und dann geht's Crossover, wie ich gerade schon mal erwähnt. Okay. Jetzt mal nochmal. Wet Women in the Wind. Ja, genau. Wet Women in the Wind, genau. Und jetzt mal die intellektuelle Frage hinten dran. Ja. Was will uns der Film sagen? Ja, das ist eine gute Frage. Könnt ihr selber beantworten, ja? Ich glaube, das ist sehr philosophisch. Also wir haben es ja hier mehr mit der Philosophie. Wenn du, das ist doch so, wenn du rausgehst, ne,
und voll Bock, also früher, ich rede über früher, ne? Du wolltest ja heute Samstagabend, lass ich mal krachen, da will ich mal so richtig Spaß haben, bist du immer alleine nach Hause gegangen, garantiert. Wenn du rausgegangen bist und sagst, heute Abend, da will ich mit den Jungs einfach nur mal einen trinken und die Frauen können mich mal kreuzweise, hast du gleich drei an der Backe gehabt, die gerade aus irgendeinem Kai oder aus irgendeinem Hafenbecken steigen. Ja? Mit Elefant und Bier in der Hand. Richtig. Ja. Du weißt, worauf ich stehe. Er ist nicht nur Gast, sondern auch aufmerksamer Hörer des... Ja. Ja. Ich habe übrigens, da möchte ich direkt einhaken, ich habe nämlich auch eine Geschichte über... Alice Schwarzer würde sagen, eine geile Schnalle aus dem Internet. Und zwar, es gibt da einen Twitter-Account, das ist jetzt im Ausland, Azusa Gaga Yuki. Das ist nämlich die besagte geile Schnalle, die sich auf dem Motorrad per Selfie zeigt und Motorradfan-Fotos letztendlich gepostet hat. Für eine ganze Weile hat es auf 16.000 Follower gebracht. Und so wie wir ungefähr. Richtig, ja gut, sie arbeiten noch dran, aber genau, und das ging auch eine ganze Weile total super. Dann allerdings das haben dann die japanischen Medien auch direkt aufgegriffen, dummerweise war nämlich irgendwo ein Spiegel im Hintergrund und da zerbrach die schöne heile Welt der geilen Schnalle, der jungen Dame, sage ich mal. Das ist jetzt alles politisch, wie nennt sich das, wenn man Titten sagt, aber Tourette. Egal. Tourette. Genau, Gender Tourette. Sei es drum. Nein. Gender Tourette, auch schön. Jedenfalls aus der hübschen jungen Dame, um es mal vernünftiger zu formulieren, wurde letztendlich ein 50-jähriger Typ, der sich einfach per Face-App auf seinem Motorrad fotografiert hat. Geil! Und das Ganze ging dann dummerweise, ja, die Face-App hat dann halt das Spiegelbild nicht erkannt und da zerbrach die heile Welt der hübschen Motorrad-Lady. Ich stelle mir gerade diese ganzen Typen vor, die nicht dem Ruf oder dem Rat dieses AfD-Heinis gefolgt sind und schön auf diese Fotos einkloppen und dann so also, Vollbart. Ob jetzt zu dem Herrn gekeult wurde, weiß man nicht. Also da Treiber. Nein, also das sind ja so höchst züchtige Fotos, habe ich hier in meinen Beispielen auch gesehen. Aber halt so Motorrad-Lady, die unterwegs ist und Originalton. Niemand möchte einen Onkel sehen. Also habe ich mich in eine hübsche Frau gefacedingst. Trauma. Und um halt ein bisschen Popularität zu gewinnen. Ja, also tatsächlich im Internet Augen auf beim Pornokauf. Ja, aber bei Motorrad-Lady und Fotos, da denke ich, dass die auch so ein bisschen so ihre Beine schön über das Motorrad legt. Hat der Typ da auch ein... Nein, das ist alles, also was tatsächlich heraussticht, das sind alles völlig normale Motorradfotos, was tatsächlich heraussticht, ist halt die wunderherrliche, wunderschöne Haarpracht. Und ihr werdet lachen, der Typ hat echt geile Haare. Das muss man ihm sagen. Also ich zeige es unserem Gast mal hier, weil ich es da habe, immerhin in Schwarz-Weiß. Der hat eine, also geile, lange Haare, also hervorragend gepflegt, also sieht super aus, ist aber halt ein 50-jähriger Onkel, wie er sich bezeichnet. Schade drum, aber gut, er hat sich das überlegt, ist halt nicht ganz so aufgegangen und... ja, was sagt das über uns eigentlich? Ja, wertet das die Bilder herab, herauf? Wir wissen es nicht, ja, aber... Ich finde es großartig. Ja, dadurch wird es doch erst interessant. Genau, aber die Fotos lese ich euch demnächst mal vor. Das eine ist also völlig, völlig normal, ja. Ich habe jetzt hier... Also da kann man nur als Badesalz-Zitat sagen, die Japse. Ja, Wahnsinn, ja. Also, unglaublich. Ja. Großartig. Sehr schön. Apropos Japan, einen muss ich noch kurz zum Thema Japan loswerden, dann haben wir es aber auch, was asiatisch angeht. Und zwar ein Film, dessen Titel hier wahrscheinlich für große Erheiterung und Verwunderung sorgen wird, nämlich der Filmtitel heißt Mr. Long. Die haben einen Film über dich gedreht, Prollo. Ich? Das ist toll. Ja, mein Erfolg bei Damen ist wegen solcher Ausfälle wie eben begrenzt. Ich weiß nicht, ob das zusammenhängt. Ja, ob das eine Korrelation oder Kausalität ist, muss man an anderer Stelle klären. Bei Mr. Long geht es aber nicht um das, was eventuell hier in den anderen Bussen gedacht wird, sondern es geht um einen japanischen Profikiller, der nach einem
naja, nicht so wirklich geglückten Job nach China flüchten muss, taucht dort unter in einer, sag ich mal, recht ärmlichen Neighborhood. Er braucht jetzt innerhalb eines gewissen Zeitraums schnell Geld, um sein Ticket nach Hause lösen zu können, weil seine Auftraggeber sagen, du hast den Job verkackt, du musst jetzt erstmal hier bezahlen, damit du wieder zurückkommen kannst. Also da, wo er abtaucht, in dieser ärmlichen Neighborhood, gibt es einen Haufen schrulliger Figuren, eine ex-drogensüchtige Ex-Nutte mit ihrem kleinen Sohn, und alle haben sich irgendwie in diesen Mr. Long irgendwie sofort verliebt, obwohl er kein Wort sagt, er ist also stumm. Oder gerade deshalb. Vielleicht, aber er ist nicht einfach stumm, sondern er spricht halt einfach kein Chinesisch. Ja? Mhm. Er ist halt Japaner und sagt kein Wort. Er kann, obwohl er sehr gut killen kann, kann er noch besser kochen. Und sie bauen ihm eine mobile Suppenküche, womit er dann durch die Straßen zieht und dann versucht, irgendwie im Zeitraum von 10 Tagen, da sein Ticket nach Hause zu verdienen. Und das ist tatsächlich ich nenne es mal eine Buddy-Love-Action-Thriller-Dramödie. Oh, da stehe ich ja drauf. Ja. Das ist ja genau da drauf. Genau diese Mischung. Sehr besonderem Charme. Mit Road-Movie. Unter anderem, ja, ist etwas langsam, weil er seine Suppenküche da so über die Straße zieht. Ist nicht so wirklich viel Road. Die wie immer holprige deutsche Übersetzung ist der Samurai mit der Gulaschkanone. Ja, also die 1000 Rezepte des Dr. Long. Gulasch ist ein gutes Stichwort, denn dieser Film, was ihn ausmacht, ist irgendwie so diese unfassbar gute Brücke zwischen Slapstick und Brutalität. Gulaschkanonen in Form von durchgeschnittenen Kehlen sind durchaus häufig zu sehen, aber auch so richtig süß-saure Nudelsuppengeschichten. Also es ist wirklich was ganz extrem und extrem Sehenswertes, überhaupt keinem Genre zuzuordnen. Auch mal wieder was völlig Undenkbares für unsere Kinos oder unsere Sehgewohnheiten. Würde ich gern mit Jackie Chan mal sehen, den Film. Lebt er noch? Jackie Chan hat einen ganz coolen Film gemacht, wo er außergewöhnlich seriös was ist. Irgendwie, ich glaube, die Tochter wird umgebracht bei einem Bombenanschlag der Ex-IRA oder IRA-Nachfolger, und der macht den nordirischen Premierminister quasi persönlich die Hölle heiß, weil er da irgendwie involviert sein soll. Der Immigrant oder irgendwie sowas ist da die deutsche Übersetzung. Ich weiß nicht, wer den kennt, aber den fand ich eigentlich ganz cool. War wirklich, also... Mockbuster? Nee, das war tatsächlich, glaube ich, ernst. Also Pierce Brosnan und Jackie Chan, das waren schon die... Jackie Chan war jetzt kein Nordirer. Pierce Brosnan ist jetzt Bomb. Also der hat jetzt nicht den Premierminister gespielt, der hat den chinesischen Immigranten gespielt. Ja, deswegen der Titel. Ich war gerade ein bisschen irritiert. Ja, nee, der Pierce Brosnan spielt als Jens Bong den Agenten im Opel Corsa. Ich habe aber eine Frage an den Hank. Ja. Wie zur Hölle schafft man das, durch das Schauen von so völlig abgefuckten, teilweise wirklich geilen und interessanten, aber doch skurrilen Filmen, sich den Lebensunterhalt zu verdienen? Was muss man machen? Warum mache ich das nicht? Drogen. Punkt. Ach, kannst auch noch was fürs Leben lernen. Ja, apropos Drogen, einer geht noch heute, dann möchte ich den Rest dann eben auch in Schriftform auf dem Benanza-Blog veröffentlichen. Und zwar ein etwas älterer Film schon, der, ich glaube, jetzt so 12, 15 Jahre alt ist. Ein belgischer Film mit dem Titel Ex-Drummer. Ist weitestgehend untergegangen hier, hat allerdings eine Nachwirkung, die wirklich lange hält. Ich habe es mal versucht zu formulieren. Wir sehen eine debil, aggressiv, leicht asozial, depperte, talentfreie Schraddel-Punk-Metal-Band. Ich dachte schon, du redest über unseren Podcast. Ja, kannst mal sehen. Nur, dass wir nicht musizieren können. Ja, die suchen einen neuen Drummer und sie schlagen auf bei einem Musikproduzenten,
der von seinem eigenen Luxusleben völlig gelangweilt ist und sich eigentlich nur in seinem Loft mit mehreren Frauen gleichzeitig amüsiert und für den diese Anfrage wie gerufen kommt, denn er möchte sich mal gerne so in das echte Leben so zu hineinbegeben und sagt, komm Leute, ich mache euch den Drummer und sieht das irgendwie so als so eine Art manipulatives Sozialexperiment. Mhm. Begibt sich damit in tiefste Drogen, Suff-Exzesse schlimmster Art und die ganze Nummer läuft quasi in so eine Art Abwärtsspirale rein, was wirklich zwischen einer extremen Geschmacklosigkeit, aber auch mit einem richtig real bitteren Hintergrund irgendwie zu sehen ist. Auf der einen Seite sehr, sehr sozialkritisch und auch, wie gesagt, leicht abartig, auf der anderen Seite auch sehr lustig, also wenn man den Humor in gewisser Art und Weise ab kann, dann sehen wir da wirklich sehr paranoide Schläger mit unfassbaren Sprachfehlern. Wir sehen sehr, ältere, dicklichere, notgeilere Anti-Milfs, die mit Glatzen ausgestattet, Perücken tragend versuchen, die Band abzuschleppen. Wir sehen Musikperformances, die wirklich nur Erstaunen hervorrufen, aber nicht, weil sie so gut sind, sondern im Gegenteil. Und allein der Bandname ist schon der Brüller, denn die Band selber nennt sich The Feminists. es ist richtig fiese, böse, niederträchtig, überheblich, abgrundtief, aber es ist tatsächlich auch und deswegen Pflichtprogramm und in meinen Augen und in vielen anderen Augen auch in der Sparte, in der er spielt, eine Art Meisterwerk. Jetzt neu, seit, ich glaube 2007 ist der Film ursprünglich her, in einer restaurierten Fassung auf HD veröffentlicht und somit nur allen ans Herz zu legen. Ex-Drummer. Werden denn da auch Motorradfotos gemacht? Ich glaube, die Motorräder werden einfach nur kaputtgeschlagen. Ja, von Jack Tarr. Statt Gitarre. Aber das hat mir am besten gefallen von deinen Tipps hier, von deinen Filmtipps. Debil, aggressiv, das finde ich auch eine geile Aussage. Debil, aggressiv. Du musst wissen, die Lieblingsfilmreihe vom Sommer ist die Flodders. Werner, alter Wichser. Das stimmt, das kann ich auch, ein großartiges Zitat. Da ist auch die Szene drin, das glaube ich im zweiten Teil, wo der blondierte Kopf von der Flotterfamilie da, ich glaube Hübs Stapel oder so ähnlich heißt der Schauspieler, auf dem Klo steht in New York und neben ihm kommt einer rein ohne Wort und reiert einen riesigen Strahl in das Urinal und er dreht sich nur um und sagt, ich sag's dem Koch. Und geht raus. Großartiger Dialog. Viel besser kann man es nicht machen. Oh Mann. Träumchen. Ja. Eine Knoblauchwurst. Schön fettig. Die da. Das ist aus dem ersten Teil. Ja, wunderbar. Henk, vielen Dank dafür, für diese kleine Sneak Preview. Quasi der gespielte oder gesprochene Trailerpark-Artikel, den es dann auch auf der Webseite gibt und wir den auch verlinken werden. Ich habe aber tatsächlich noch mal eine Frage. Also weil es ja mich fasziniert, dass eben auch wenn ich es dann lese, was da. Also wie gräbt man solche, ich sag jetzt mal Perlen aus? Und wie also, schafft man das, die alle zu gucken? Das kommt auch dazu, aber ich sag mal, das ist ja Zeit. Du kriegst es ja nicht zugeschickt. Also ich vermute mal, du wirst dich da auch ein bisschen um Recherche und ein bisschen suchen auf irgendwelchen Portalen im Darknet, wo auch immer. Und da wäre jetzt für mich die spannende Frage. Also was sind da so die klassischen Wege, um klassisch vielleicht falsche Formulierung. Also wie sind da Wege, um da solche Filmchen irgendwie zu machen? Wie sind deine Methoden, Mr. Lowe? Kannst du da was zu sagen, ohne zu viel zu verraten? Ja, selbstverständlich. Also erstmal muss man natürlich selbst recherchieren, ja. Ich meine, das ist ja, ihr seid ja da hier super Experten drin in der Recherche von Absurditäten und skurrilen Dingen. Und gerade in dem Bereich gibt es so ein paar Medien, die man da gerne konsumiert. Tatsächlich ist das in diesem Internet kaum überblickbar. Mhm. Ich habe da auch wirklich eine Fachzeitschrift, will ich das mal nennen, die ich da immer gerne konsumiere. Die aktuelle Ausgabe liegt noch auf dem Tisch, die habe ich noch nicht angefasst, obwohl sie schon eine Woche da liegt, weil ich mich gar nicht traue, dass der Berg an Sachen, die dann da wieder auf mich zukommen, wieder immer größer wird. Also Filme, die du unbedingt gucken musst quasi. Ja, und das übt natürlich auch immensen Druck aus dann irgendwann. Also um die Frage auch noch zu beantworten, wo kommt der Kram her?
Ja, also heute ist natürlich der Zugriff über Video-on-Demand-Dienste auf dem legalen Weg schon recht breit. Und natürlich gibt es da auch noch so Grauzonen, wo man den ein oder anderen Inhalt durchaus mal kurz einsehen kann, ohne ihn direkt zu stehlen. Ja, also das sind dann irgendwelche Internetadressen mit RU hinten oder sowas? Damit habe ich nichts zu tun. Aber nein, also tatsächlich ist das allermeiste recht offiziell zu kriegen und auch solche Sachen wie also Ex-Drummer, das kann man sich halt einfach mal auf Blu-ray kaufen oder besorgen, weil es einfach auch ein richtig guter Film ist und mit Bonusmaterial ausgestattet ist, was man sich dann, wenn man auch, ich sag mal, in einem beruflichen Sinne auch ein bisschen Interesse daran hat und haben muss, wie solche Sachen auch gemacht werden, dann guckt man sich natürlich auch gerne das Drumherum noch an. Andere Dinge, die sind jetzt wirklich auch dann hier bei Netflix, Amazon und so weiter auch einfach vorhanden. Und die ganz absurden Sachen tatsächlich, und da muss ich jetzt wirklich auch nochmal mich ein bisschen als Oldschool-Konsument outen. Ich habe auch noch einen Account bei einem Unternehmen, was DVDs verleiht. Also wo man wirklich auf einer Internetseite hingeht und dann legt man so Sachen in so einen Warenkorb und dann kommen die ein paar Tage später mit der Post und dann kann man sich die angucken eine Woche lang und dann schickt man die Freunde, wieder zurück. Freunde, wenn ihr vielleicht mal ein kleines Kistchen Bier rüberschickt, dann sagen wir nächste Woche auch, wer es ist. Ja. Ich habe meine Internet-Accounts kürzlich aufgeräumt und bin im dreistelligen Bereich gelandet und habe da auch noch was gefunden. Und tatsächlich, das gibt's noch. Ja, das gibt's noch. Ab und zu bietet sich dann eben an, aus Zeitgründen vielleicht noch eine externe Datensicherung durchzuführen. Natürlich nur für Privatzwecke. Aber tatsächlich alles völlig im Rahmen. Aber Beef, du hast natürlich völlig recht. Die Zeit oder die Mittel, die da einem da zur Verfügung stehen, die sind natürlich, wie soll ich sagen, so mannigfaltig, dass man aufpassen muss, dass man da nicht irgendwie im Wahnsinn endet. Ja. Aber guckst du das bis zum Ende eigentlich, also du guckst ja wahrscheinlich mehrere Filme am Tag an manchen Tagen, ne? Also das kann nicht anders sein. Also das, was du an Durchsatz da hast, man muss wissen, der Hank, der liefert an ohne Ende, nicht alles landet ja tatsächlich bei Bilanza, aber der liefert ohne Ende. Das ist der Hank, der hat auch noch ein kleines schmutziges Geheimnis, was er eben ausgeplaudert hat zu unserem Podcast. Ja, ja. Möchtest du das sagen? Nein. Dann sag ich's. Der Hank, der fiese Möpp, der hört nämlich unseren fein säuberlich daher formulierten Podcast in 1,4-facher Geschwindigkeit, damit wir ihm mit unserer Scheiße nicht so viel seiner Zeit rauben. Ja, ihr nicht, und, oder was? Ja, aber Prollo. Ich mach mir da immer schön eine Flasche Wein auf oder zwei und höre das mit 0,8. Nein, aber meine Frage wäre, ob er das mit den Filmen vielleicht genauso macht oder genau, ob er die richtig schön sich reinzieht. Genau, im Bildschnellvorlauf, und der ist einfach so gut mittlerweile, ja, der hängt, dass der einfach diese Bilder so schnell aufsaugen kann. Es gibt doch jetzt bestimmt auch Apps, die diese klassischen Störstreifen, die man früher auf dem Videorekorder hatte, noch mit einblenden, um das authentische VHS-Feeling nochmal. Ja, Leute, schön wäre das, ne? Also mit Audio kriege ich das hin, das etwas schneller zu konsumieren, so auf dem Klo, ja, oder in anderen kurzen Momenten, wo sonst keine Medien auf mich einprasseln, kann man das ja wunderbar. Aber mit Filmen, da muss ja auch der künstlerisch-ästhetische Aspekt auch gewürdigt werden. Ja, von daher, das natürlich nicht. Aber ich hatte es schon mal erwähnt, ich habe mir gestern den 4 Stunden und 2 Minuten langen Snyder Cut von Justice League reingepfiffen. Und da dachte ich auch, okay Leute, 4 Stunden, was hättest du jetzt alles machen können in der Zwischenzeit? Aber, Besseres ist mir dann auch nichts eingefallen, von daher. Hank, da schließt sich für mich eine Frage an, die ich jetzt natürlich ganz uneigennützig frage, damit ich eine super Überleitung zu meinem Thema habe, was ich noch hier einstreuen möchte. Hank, macht das nicht einsam, so einen Job? Also wenn du da stundenlang immer die Filme guckst, ist das nicht, vereinsamt man da nicht vielleicht ein bisschen? Guckt ihr ja im Homeoffice auf den Kanaren. Genau. Also erstens das und zweitens mal, ich habe natürlich noch, meine Katze ist ja noch dabei. Ja? Also vereinsamt man ja nicht, um Gottes Willen. Ja, okay, weil ich wollte dieses Thema Einsamkeit, das wollte ich einfach mal in diesen Podcast bringen, weil also manchmal hier bei den Jungs hat man ja auch so ein bisschen den Eindruck, die könnten so ein bisschen darunter leiden, ist ja auch so ein schon ernstes Thema. Und da wollte ich das einfach mal einbringen und wollte mal einfach
auch eine Gruppe zur Sprache bringen, die völlig vergessen wird, auch bei uns im Podcast bisher. Das wollte ich am einem Tag machen, der dieser Gruppe auch gewidmet ist. Wisst ihr, was heute für ein Tag ist? Heute, ja, nicht Datum. Ist hier wieder so ein alternativer Präsident gewählt? Oder? Nein, nein, nein. Heute, Mensch, Leute, heute ist der Tag. Tag der Schlundsackschnecken? Nein, der Tag des Waldes ist heute, Leute. Ihr habt überhaupt keine Ahnung. Aber das ist auch, wenn man so ein bisschen vereinsamt, dann entgehen einem solche Details auch. Und ich wollte euch einfach mal erzählen von dem einsamsten Baum der Welt. Der steht nämlich auf den Campbell Islands zwischen Neuseeland und der Antarktis und ist auf dieser Insel der einzige Baum der Welt. Der nächste Kollege ist wohl mindestens 222 Kilometer entfernt. Und das ist ja schon ein ziemlich tragisches Schicksal, auch wenn er es so in das Guinness-Buch der Rekorde geschafft hat. Und das Besondere daran ist, Leute, das ist eine Fichte, die eigentlich in Nordamerika wächst. In Nordamerika, die wird da irgendwie bis zu 100 Meter hoch und die hat ja überhaupt nichts verloren. Da ist es, das ist ein Land, also eine Insel, da regnet es 325 Tage im Jahr, da geht ein Wind jeden Tag. Da wächst deswegen auch überhaupt kein Baum, weil da eben wirklich ein furchtbares Wetter, furchtbares Klima ist. Ja, und da wächst diese Fichte. So, und jetzt, bist du denn eigentlich ein Typ, der im Wald, du bist ja auch sehr einsam offensichtlich, der im Wald die Bäume dann auch umarmt, sag mal? Leute, ich wollte das. Weil das ist für den Baum vielleicht auch ganz entscheidend, weil ich hätte jetzt bis eben gedacht, der Baum, so wie wir das früher als Schüler immer gesagt haben, der steht da und sagt, das ist mir Baum. Da hatten wir immer diesen Spruch, das ist mir Baum. Fanden wir voll witzig. Das denkt der wahrscheinlich auch. Aber jetzt kriege ich gerade so ein bisschen Gewissensbisse, dass ich da so drüber hinweggehe. Und ja, vielleicht ja, der Baum mir auch Gefühle. Ja, natürlich. Ich wollte ja auch die Gelegenheit nutzen. Also da steht dieser Baum ganz alleine und hat keinerlei Kollegen. Man weiß nicht, wie der da hingekommen ist. Ich sage da vielleicht gleich noch ein paar Details zu. Aber ich wollte dann auch am Tag des Waldes auch einfach die Gelegenheit nutzen, euch mal zu fragen, was ist denn eure Beziehung zum Wald, zu den Ab Bäumen? Ab wann ist ein Baum denn ein Wald? 10 Stück? 20? Ja genau, ist der jetzt eigentlich schon Wald? 50 Quadratmeter? Naja, ich würde sagen... Der kleinste Wald der Welt. Ich würde sagen, ein Wald ist ein einzelner Baum noch nicht. Das macht es ja so tragisch hier an diesem Kollegen, tja, der da so alleine wächst. Aber jetzt lenkt man nicht ab, was ist jetzt mit euch und Bäumen und Wäldern? Es ist ein total ernstes Thema. Also ich muss zugeben, ich glaube, den letzten paar Bäumen bin ich beim Dranpinkeln am nächsten gekommen. So rein aus der Erinnerung heraus. Beim Absägen. Ja, gut. Ich finde Bäume toll. Ich mag Bäume, aber ich bin auch gerne im Wald. Aber ich habe jetzt irgendwie immer noch kein Mitleid mit diesem einen Baum. Das ist, glaube ich, eher unser soziales Wesen als Menschen, dass wir da irgendwas Einsames rumstehen sehen und das auf uns selbst projizieren und sagen, oh, der muss bestimmt ganz traurig sein. Vielleicht geht es ihm ja auch gut, ja. Der hat, die anderen Bäume werfen keine Schatten auf ihn. Ich stell dir vor, da kommt jetzt irgendwann noch so eine andere Fichte aus dem Wasser und rennt dem die ganze Zeit hinterher und sagt hier irgendwie wet forest in the wind. lass uns ein Wald sein. Ja, pass auf, das ist ja... Lass uns einen Wald machen. Das ist ja, pass auf, das ist ja, das ist ja auch, die Geschichte ist ja tragisch, und es wird noch tragischer, denn das ist eigentlich eine invasive Art, die da gar nicht sein dürfte und auch eher das Ökosystem eben bedrohen würde, wenn sie sich denn vermehren würde. Und insofern hat der Baum da eigentlich auch keine Wahl, weil er würde wahrscheinlich weggenommen werden in dem Moment oder ja er und seine Nachkommen in dem Moment, wo er sich fortpflanzen würde. Aber da er das bisher noch nicht tut, darf er da stehen bleiben. Aber der könnte ja, der braucht ja nicht poppen, um sich fortzupflanzen. Der könnte ja einfach da irgendwie seine Fichtentannenzapfen durch die Gegend schleudern und dann wachsen. Was auch seine Fichtenzapfen. Was hat denn so eine Fichte? Ja, die hat doch auch so Bäumel da. Die schleudert der halt da in die Gegend und dann wachsen da doch auch andere Fichten, oder nicht? Ja, könnte sein, ne? Aber dann werden seine Tage, wie gesagt, gezählt. Also aber, das ist ja auch nicht gewünscht, weil dann wäre es ja eine Monokultur. Da haben wir ja gelernt, die ist ja sehr anfällig. Also das ist ja irgendwie jetzt auch nicht gut. Ja, jedenfalls man weiß, wie gesagt, nicht, wie der Baum da hingekommen ist.
Und man wundert sich, dass der so klein ist. Die werden, wie gesagt, bis zu 100 Meter hoch. Okay, der Wind könnte eine Rolle spielen, aber man vermutet auch, da sind immer mal Forscher unterwegs auf dieser Insel. Und es gibt ja auch da so ein Fest, das nennt sich Weihnachten. Und da geht man, da überlegt man, das ist so eine Theorie, ob Forscher denen vielleicht dann immer nicht einfach die Spitze abschneiden, damit sie einen Weihnachtsbaum haben. Oder sag mal, vielleicht ist das auch ein Baumkind. Ein Baumkind, ganz alleine. Ein Waisenkind. Baumkind. Ein Baumkind. Ein Baumkind, ganz alleine und ausgesetzt. Jetzt hast du mich. Oh, es läuft nur noch runter. Also ich würde ja sagen, das ist okay. Bestimmt durch einen sogenannten Zapfenstreich zustande gekommen. Das ist eine gute Erklärung. Ja. Aber was ist denn, oder hat irgendeine Möwe so einen Zapfen im Hintern gehabt und dann über der Insel fallen lassen? Oder was ist da passiert? Weiß man das? Nein, man weiß überhaupt nichts. Man hat mal versucht, das Alter rauszufinden durch eine Kernbohrung, aber selbst das hat irgendwie nicht richtig weitergeführt. Der ist bisher irgendwie gerade mal gute 10 Meter hoch, obwohl er angeblich da schon sehr lange steht. Er müsste eigentlich viel höher sein. Also man hat... Vielleicht hat er auch einfach keinen sozialen Druck. Ja? Vielleicht ist er ganz entspannt, wächst er so gemütlich vor sich hin. Ja? Der Baum wächst nur so hoch, wie er muss. Ja. Nur so hoch, wie er muss, ja, vielleicht auch deswegen, ne? Und er braucht jetzt kein Licht, nicht ums Licht kämpfen wie im Wald und wird dann vielleicht nicht so hoch. Das ist ehrlich gesagt, Henk, ein sehr guter Ansatz, der hier überhaupt nicht problematisiert wird und der wieder deinen Einsatz hier rechtfertigt. Also das ist eine tolle Theorie. Aber gleichwohl muss ich sagen, das ist mich so ein bisschen enttäuscht hier, also so zum Thema Wald, also da kommt bei euch hier überhaupt nichts, seid ihr keine naturnahen Menschen, also der Ben so ein bisschen, ne, so freut sich über Bäume und der Prollo, der pinkelt aber nur dran. Ja, also, aber was ich stelle mich immer dran also, und warte, dass mich der Baum umarmt, aber irgendwie passiert das nie. Ja. Irgendwie passiert das nie, ja, aber wisst ihr, was mir passiert ist, ich bin hier letztens hier den, was ist das, der Ender da hochgefahren, rechts von der Straße eine riesen Schneise, nicht gefällte Bäume, sondern einfach am Arsch. Also ganz ehrlich, das war tatsächlich schockierend. Also da, wo du jahrelang hochfährst, wo dichter Wald war, da war einfach gar nichts mehr. Und ja, also ich möchte jetzt den Ben nicht wieder zu Tränen rühren, aber ja, das ist schon schockierend, wenn, ich glaube, erst dann, wenn der Wald mal weg ist, dann merkt man, wie wichtig er einem war. Also ich wie gesagt, das hat mich jetzt ein bisschen lustig gemacht über den einsamen Wald, weil ich das jetzt irgendwie noch nicht so an mich ranlassen wollte. Einfach, ich habe da einfach eine harte Schale aufgebaut, weil der Wald mir so wichtig ist. Aber in der Tat, wenn man so kaputte Bäume sieht, ne, abgehackte Bäume oder auch so eine, diese Schneise habe ich auch gesehen. Brasilien, müssen wir gar nicht drüber reden. Ne? Ja, da werde ich gerade verrückt bei, ja. Da könntest du nur noch kotzen, weil man ja sogar weiß, nicht nur, weil man den Wald vielleicht schön findet und so, aber wenn du in den Wald gehst zum Spazieren, dann kannst du ja ganz unmittelbar spüren, wie der dir Energie und Sauerstoff zurückgibt. Und das ist ja auch seine Aufgabe für uns und wir hauen uns das selber kaputt. Also das kann ich echt nicht verstehen, wie man Bäume nicht mögen kann. Ich, wie gesagt, sie rühren mich nicht ernsthaft zu Tränen, wenn sie irgendwo dämlich auf einer Insel rumstehen, selber schuld, aber so im Wald... Der Wald an sich, wenn man sieht, es gibt ja so 3D-Karten oder auch solche animierten Karten, wo du siehst, wie der Wald zurückgeht. Ne? In einer rasenden Geschwindigkeit holzen wir unsere Erde ab. Das ist ja, aber Wahnsinn. Ich glaube, man muss mal gar nicht so mit Fingern auf Bolsonaro zum Beispiel zeigen. Ich meine, letzten Endes, warum sind denn hier, auch hier in Deutschland, auch wirklich viele Wälder entweder so stark angegriffen beziehungsweise so in Anführungsstrichen verletzlich gegenüber einem Borkenkäfer, den es auch schon immer gibt, also ist ja auch keine neue Erfindung, weil das natürlich letzten Endes auch hier ein Wirtschaftsgut ist. Also Wald wird halt, da werden dann schnell wachsende Fichten etc. angepflanzt in großer Monokultur, die dann natürlich super anfällig sind. Und also kann man sich schon gerne selber in die Nase fassen. Und da ist so diese deutsche Romantik, wo dann immer so mit dem Wald rumphilosophiert wurde, ist alles schön und gut, aber letzten Endes ist ein Großteil des Waldes schlicht und ergreifend Wirtschaftsgut, wie halt so alles. Mhm. Das heißt, es wird irgendwie, es muss einfach schnell Gewinn abwerfen, es hat sonst keinerlei Bedeutung oder halt nur aus in der Marketingabteilung, die werden versuchen, diese Bedeutung aufrechtzuerhalten. Aber alles andere, da geht es halt immer nur um Geld. Und wie gesagt, also Bolsonaro ist natürlich ein Idiot im Quadrat, aber ja, da ist hierzulande auch viel Mist gebaut worden und das weiß ich nicht, also das, es geht halt immer irgendwie um Geld. Das ist ein bisschen schade. Immerhin
verursacht der IKEA-Katalog dahingehend keine weiteren Schäden mehr hinzu. Aber der Billy. Es kommt auch an, was du daraus bestellst. Ne? Ja, aber Holzmöbel sind natürlich auch schön. Ja. Ja, das ist ja alles Presssparen. Das ist wahrscheinlich sogar noch umweltfreundlicher. Wer weiß das schon? Ich habe Durst. Also wir könnten hier noch, wir haben ja heute einen Gast. Ich würde sagen, wir überziehen mal ganz bewusst heute auch ein bisschen das Limit, wenn das für alle okay ist. Aber dann müsste ich noch... Ja, während du deine Pulle aufmachst, habe ich aber mal eine schöne Absacher-Geschichte zum Runterkommen für euch. Das ist schon mal gut. Ich dachte, du sagst jetzt, du musst jetzt mal gerade aussteigen und dir wieder in den Baum sicken. Es ist was Entspanntes. Es ist aus dem Ausland, also ferne Länder. Es ist mal wieder was zum Runterkommen. Und ich frage euch mal, ihr wisst alle, was eine Draisine ist, ne? Ja. Dieses Teil, was man aus dem Cartoon kennt, ne, wenn der vor dem Wile E. Coyote irgendwie abhaut. Und die Draisine, ja. So, es ist, ich sag das böse C-Wort ungern. Wie, ich denke, du hast was zu trinken. Nein, ich dachte, du machst was zu trinken. Ich warte die ganze Zeit, dass du was durchs Fenster reißt. Nein, ich hab hier gar nichts. Ich habe hier eine schöne Geschichte. Fängst du an? Hallo! Reiseromantik habe ich für dich. Ich habe hier gar nichts. Was ist die Laberei hier? Ist das hier ein Podcast oder was? Jetzt einmal nichts dabei, dann... Wird hier direkt gemault, ja. Also ich hätte noch notfalls was anzubieten, was man trinken kann. Na, siehst du. Wo man nicht nur zuhören muss. Das ist, ich habe allerdings drei Varianten. Also ich habe, ohne jetzt deinen Redefluss unterbrechen zu wollen, also ich habe von Mönchshof was. Und zwar wenn ich einmal, was zu saufen kriege, mache ich auch gerne Pause. Also entweder Kellerbier, Original Pilz hätte ich auch noch. Und ich habe auch noch das Mönchshof Hell. Also jetzt, ich habe, wer will was? Ich glaube, im Sommer, der kann sich dann entscheiden, da kriegt er das Kellerbier. Ich würde auch ein dunkles nehmen. Dann kriegst du das dunkle. Das Kellerbier ist dunkel. Ich wieder reingezogen. Achso, wenn einer das Pilz will, ich nehme auch helles. Nur nicht das dunkle. Da muss er sich bewegen. Bügelflasche, super. Ja, sicher dort. Ach, für den nichts können sie den Bayern, aber der Bügelflasche. Was kann ich denn dem Rück... genau, fragen wir mal den Gast. Helles oder Pilz? Also ich bin ja mittlerweile eher Fan von hellem tatsächlich. Also Chris, trink auch Pilz. Also ich bin flexibel. Nee, komm, dann kriegst du hier hell. Hallo, Herr Prollo? Ja. Ich habe mir gerade nur die Flasche gestaunt. Ist euch das aufgefallen mit Herr Prollo? Herr Frodo, Bezug auf den Film? Ach, das ist sensationell. Frodo, Herr Prollo. Mir fällt heute eigentlich los. Ja, aber der Prollo, der war doch auch der Hauptdarsteller bei wegen der Zeitalter Füße. Der Zeitalter der Elfen. Die ja. Age of the Prollos. Man kennt mich aus Atlantic Hobbits. Mit Til Schweiger. Genau, El Prollo. Atlantic Hobbits. Leere Flaschen bitte nicht verschließen. Atlantic Hobbits, auch schön. So. Vor dem Flasche leicht schwenken. Ah, unfiltrierter Bier. Besonders mild. Besonders. Auch so schön geschrieben. Kulmbach kenne ich. Das ist doch hier in es gibt's doch gar nicht. Franken oder Bayern. Franken. Ist das scheint Franken. Ja beides richtig. Ja, das scheint. Also ich hatte mal. Wobei die Franken gerne meine, sagen, keine Bayern. Ich hatte mal eine Mathelehrerin, die ist an die Decke gegangen, wenn irgendwer was mit Bayern sagte. No, ich bin aus Franken. Ja gut, das ist ja, stimmt. Das ist tatsächlich richtig. Aber politisch ich weiß nicht, ob ich den Bayern Dialekt auch jetzt richtig wiedergegeben habe, aber das scheint... Also Hauptsache R-Rollen, der Rest ist egal. Franken, der schaut halt naus. So. Ja, sicherlich. Na, das sieht voll schön aus. Ah, lecker. Fränkisches Bier. Das haben wir hier schon mal schön geschickt bekommen. Das ist ja eigentlich das wahre das Motiv. Haben wir schon mal geschenkt bekommen? Oder? Nee, das nicht. Aber wir haben schon mal fränkisches Bier tatsächlich aus der Nähe von Nürnberg geschickt bekommen hier für das den war Podcast. Gut. Das war gut. Ja. Nürnberg. Wir haben auch mal aus dem Harz Bier bekommen, zusammen mit den Halorenkugeln. Das schmeckte nach Baum. Haben wir da eine super Überlegung. Ah, Harz. Baum. Ja, okay, war scheiße. Ich fand okay auch nicht. Wie also, dem auch schon sei. Raus, großartig. Groß. So. Ben, kannst du das schneiden? Ach, das war raus, bevor ich drüber nachgedacht habe. Sorry. Okay. Passiert mal. Ja, dass es rauskommt zu früh, ne? Ja. Um nochmal auf die Draisine zurückzukommen. Ja, ach so, stimmt. Prost, ja. Ach, du warst auch noch da. Stellt euch vor, ihr seid russische Diplomaten in Nordkorea. Oh. Und in Corona-Zeiten soll es langsam in Richtung Heimreise gehen. Die üblichen Reisewege sind gekappt. Nordkorea ist ja nochmal so ein Kapitel für sich. Mit dem Bus schafft ihr es gerade so knapp bis knapp vor die Grenze. So, was liegt euch vor euch? Eine einsame Bahnstrecke, eine Brücke und ihr macht euch mit der Draisine auf die letzten 100 Meter, wo gegenüber der russische Reisebus wartet. So ging es tatsächlich schön den russischen Diplomaten, die da dereinst Bericht ist vom 26. Februar aus dem Guardian,
die dereinst ihre Heimreise aus Nordkorea antraten, die tatsächlich hier mit, ich zeige mal unserem Gast mal wieder das Foto, ja, ich lese es euch vor, das Foto, da hast du hier so eine schöne, also das ist jetzt nicht so Wile E. Coyote Mini Draisine, sondern das ist so richtig, ich würde mal sagen, so bestimmt 10 Quadratmeter plan, ja, mit ein bisschen Metallzaun drumherum, und da sitzen die mit ihrem Gepäck, wie man es vom Flughafen auch kennt, einige, oh, sogar auch mit Maske, ja, und tuckern da mit der Draisine durch die Gegend. Und ja, wenn die Grenzen zu sind, was willst du machen, ja? Also 8 Leute inklusive einem 3-jährigen Kind sind 32 Stunden erstmal mit dem Zug und dann nochmal 2 Stunden mit dem Bus aus Pyongyang Richtung russische Grenze. Und ja, dann sind sie halt mit der Draisine weiter, haben es dann tatsächlich rüber geschafft und dann ging die Reise etwas flüssiger weiter. Da gibt es ein kurzes Video, wo die wirklich über so eine schicke Brücke gondeln. Ganz fein. Also für eure nächste Nordkorea-Reise wisst ihr Bescheid. Macht da mal eine kleine Draisinentour mit Gepäck. Und ja, insofern auch ein kleiner Reisetipp. Vielleicht kann man da in Nordkorea ja auch gut Homeoffice machen jetzt. Ja, wenn die Internets haben, kein Problem. Also, ja, sicher. Ansonsten ist man da eher... Die nehmen dich bestimmt gerne, gerade wenn du irgendwo Wichtiges arbeitest. Ja, ist bestimmt recht ruhig da grundsätzlich. Und ja. Also mit Draisine kann ich kurz sagen, ich habe schon mal eine Draisinen-Tour auch schon gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr da auch schon erfahren seid. Ja, aber bestimmt in der Eifel. Nee, in Schweden, ey. Kannst mal sehen. Zwischen IKEA-Katalog, Bäumen durch... war gut. Eine Landschaft wie aus dem Katalog. Ja, ja, sicher. Das macht voll Spaß. Wir haben das mal in Frankreich, glaube ich, gemacht. Mhm. Und nee, auch in Schweden. Auch in Schweden, wo du gerade sagst, das war ja in Schweden. Das war ja gar nicht Frankreich. Waren Frankreich, die Bäume Schweden, sahen so ähnlich aus. Hauptsache Italien, ne? Alter Schwede, du Mann. Ja, das macht bestimmt Spaß. Das ist ja im Übrigen, dass ich bin ja auch, habe ja eine gewisse Affinität zum Ruhrgebiet. Ja, im Ruhrgebiet haben sie ja auch auf den ganzen stillgelegten ehemaligen Bahnstrecken hier und da mal Fahrradwege gemacht. Ja, es ist relativ eben, also kaum Steigungen. Kannst du gemütlich dich durch die Landschaft da gondeln. Und ich bin auch, kleiner Urlaubstipp, ja, wer es mal auf den Brocken schafft, schön mit der Harzer Schmalspurbahn nach oben, ja, da kommt nochmal Entspannung auf. Ich habe jetzt gerade irgendwie wieder ich habe Familienvideos digitalisiert, wie man das in meinem Alter so macht. Und da ist wirklich schön mit der Dampflok auf den Brocken, ja, da kommt Idylle auf. Schön aus den 90ern, alle mit so Anoraks in Neonfarben. Und der schicken Föhnfrisur. Mutti hat noch die schöne Lockendauerwelle. Geil. Herrlich. Sonst bei deiner Russen-Story eben da mit Nordkorea. Da war ich jetzt nicht dabei. Da ging es jetzt nur um die Rosine, ja? Die Rosine, ja. Aber das denk doch mal nach. Ja? Wie schaffst du es eigentlich die letzten paar Meter über die Grenze? Wie würdest du das denn machen? Und das war schon eine Draisine richtig mit Pumpen. Also wie man das sich so im Klischee vorstellt, also dann auf beiden Na, Seiten. Na sicher nicht mit Elektromotor, dann wäre es ja keine. Eine Elektro-Draisine. Ja, nee, einer, hier steht eine auch E-Sine. E-Sine, ja. Oder eine... Traumhaft. Ja, war eine 8-Sine, waren ja 8 Leute drauf. Also das Ding sieht auch, wie gesagt, richtig voll aus und einer muss halt nur gondeln. Ja? Immerhin muss keiner lenken. Ich kann sogar sagen, hier, genau. Kannst du saufen? Nee, the Embassy's Third Secretary. Also auf jeden Fall irgendwie, ja gut, also die Schreibkraft gondelt. Vladislav Sorokin, ja, war der Fahrer. Und hat es für, also über einen Kilometer, ja, es war jetzt nicht so der Marathon, aber immerhin 8 Leute mit Gepäck über 1 Kilometer über die Gleise gondeln. Warte, das war nur 1 Kilometer, haben die 32 Stunden für gebraucht? Nein, das war die Reise vorher. Du weißt doch, wie das ist in den Medien, ja, das wird alles wieder übergeigt. Nein, ja, letztendlich, die sind 1 Kilometer Draisine gefahren, ja. Aber dann wäre es halt keine Geschichte, ja, wenn du sagst, ja. Du, Ben, Heimweg. Ich habe mich eben auch gefragt, deswegen habe ich ja nachgehakt. Ja. Wir kriegen hier einen Beitrag über 1 Kilometer Draisine fahren. Ja. Also, die hatten Gegenwind. Da war das ja beim Henk sicher mehr in Schweden. Genau, das klingt für mich so, da wollte auch mal einer was sagen. Ja, genau. Wahrscheinlich saß am Ende dann noch die Mumie mit drauf irgendwie. Ja. Ja gut. Und hat einen Film gedreht. Ich will jetzt hier keine Vorurteile schüren. Andere, aber, die drehen ja dann Pelham 123 oder so. Und bei dir ist, kommt da so eine Geschichte mit der Draisine um die Ecke. Das ist auch so ein Mock-up hier. Ja, aber komm. Mr. Short. Ich,
Hätte jetzt. Aber es war immer ein schönes Wetter, es regnet nicht. Also eigentlich ganz idyllisch. Ja, hätte man so auch ein bisschen als Tourismusgeschichte bringen können. Im Hintergrund auch, nee, das sind keine Fichten, das ist irgendwas anderes. Aber Atomraketen. Ja. Das ficht mich nicht an. Aber ich, wer ist denn der Dicke in der Militäruniform da hinten? Wer auf ist der das 30? Denn? Nee, das ist. Ja. Ich hätte noch was, also die Verknüpfung ist jetzt der Guardian. Du hast ja gesagt, das hast du auch aus dem Guardian, glaube ich. Ja, unter Sonstiges. Traumhaft. Ich habe hier auch was über den Guardian, beziehungsweise nicht über den Guardian, sondern vom Guardian ursprünglich. Dann ist es in dem Fall auch vom Spiegel aufgegriffen worden. Das ist jetzt tatsächlich ein seriöses Thema. Da geht es genau genommen um Rasen und um Eier. Weil Rasen? Grüner Rasen? Sogar richtig schöner Rasen, also Rasen für Fußballstadien. Der niederländische Rasenspezialist Hendrix Gras sagt Lieferung für die WM in Katar ab. Und zwar begründet er. Das ist einer der großen Anbieter von Rasen für wirklich? Stadien, die also auch schon hier in WM in Deutschland und verschiedene Europameisterschaften etc. den Rasen geliefert haben für die Stadien. Das beste Gras kommt aus den Niederlanden. Ja, das wissen wir alle. Sagen. Also ja. Er hat unter demselben Namen Hendrix Gras, ja. Hendrix, Jimi Hendrix, ja, auch ja, das einen kleinen Rauchwarenshop. Das war so ein Startup, der ist einfach expandiert irgendwann. Genau. Ehemaliger Coffeeshop. Genau, und der sagt da halt tatsächlich, da würde ich jetzt gleich auch mal wirklich gerne eure Meinung zu einholen. Ich weiß gar nicht selber, was ich davon halten soll. Also einerseits sagt er, sie haben, die Begründung ist tatsächlich, dass sie tatsächlich denken, dass diese WM in Katar, dass es einfach falsch ist und dass sie deswegen aufgrund der Menschenrechtssituation in dem Golfstaat sich dazu entschlossen haben, die Rasen für die Spielfelder in den Stadien nicht zu liefern und zu verlegen, obwohl sie den Auftrag schon sicher hatten. Das heißt also, da geht es ja auch, kann man sich vorstellen, geht es jetzt auch nicht um 7,50 Euro, sondern tatsächlich schon um Millionen. Und wir haben in der Pressemitteilung schreibt das Familienunternehmen, also wir haben gesehen, was da vor sich geht. Wir wussten, dass bei den Arbeiten Menschen ums Leben gekommen sind. Aber die Zahl von 6.500 hat uns enorm erschrocken. 6.500 bezieht sich auf den Guardian, der so eine Bilanz dieser Todesfälle beim Bau der Stadien in den vergangenen 10 Jahren in Katar entsprechend gezogen hat und dabei ungefähr auf 6.500 Arbeiter gekommen ist. Jetzt finde ich das erstmal gut, dass man da sagt, nee, also damit kann ich jetzt irgendwie nicht leben, das finde ich jetzt ziemlich kacke. Jetzt finde ich nur so ein bisschen die Begründung schwierig. Also wir haben, wenn die sagen, also wir wussten, dass bei den Arbeiten Menschen ums Leben gekommen sind, aber die Zahl von 6.500 hat uns erschrocken. Also bei 4.000 wäre es jetzt kein Drama gewesen. Also wir haben jetzt auch den Garten neu machen lassen, ja so 2, 3 sind am Ende immer tot. Das ist halt so. Das ist halt ja. So, wenn man also noch... Ohne Scheiß. Also ich finde das jetzt... auf Militärgelände finde das so ein bisschen schwierig. Also ich finde das super, dass so ein Unternehmen da Eier zeigt, weil da geht es ja schon um viel Geld. Ich wollte gerade sagen, also das egal, muss man schon mal sagen jetzt. Ne? Wenn also, der Groschen fällt, aber das er fällt und das trauen sich wahrscheinlich hier so Heineken oder Amstel oder wer auch immer da diese Spiele dann sponsort. Coca-Cola, genau. Die trauen sich das mit Sicherheit nicht, so ein Statement zu setzen. Ja, obwohl sie es noch viel mehr als so ein Familienunternehmen vielleicht ist es auch können. Unglücklich ausgedrückt. Ja, vielleicht wollte man ja einfach sagen, wir haben erstmal den Auftrag entgegengenommen, ja, und haben dann aber irgendwie beim Googlen merkt, dass das Halunken sind. Ja. Na, ich möchte nochmal einen anderen Aspekt reinbringen. Einen anderen Aspekt, und der kommt jetzt vielleicht ein bisschen überraschend, aber das habe ich die Tage eben auch zur WM in Katar gelesen. Amnesty International rät von einem Boykott der WM ab. Das ist ja ein großes Gespräch, gerade in Skandinavien. Groß im Gespräch, ob man nicht das einfach boykottiert. Es gibt auch Forderungen, dass Deutschland das boykottieren soll. Und Amnesty International, also die für die Menschenrechte sich einsetzen, raten davon ab mit der folgenden Begründung, dass da tatsächlich bestimmte Reformprojekte in Bewegung geraten sind, bestimmte Gespräche, die früher nie möglich waren, geführt werden und wurden und werden. Also die sagen quasi zusammengefasst, da ist ein bisschen was Positives entstanden, da wird vielleicht noch mehr Positives draus. Jetzt ruiniert das nicht, indem ihr quasi diese WM boykottiert und die fällt vielleicht noch in sich zusammen. Hm. Ja gut, ist ein valides Argument, jetzt Katar nicht in Isolation schicken, ne, so ungefähr, sondern sozusagen die Weltöffentlichkeit draufschauen lassen. Aber ich finde es, ja, ich bin da hin und her gerissen. Ja, ich würde behaupten, Deal machen, wenn ihr die Frauenfußball-WM ausrichtet, dürft ihr auch die Herrenfußball-WM ausrichten. So.
Ja, das wäre natürlich eine Herausforderung für die. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Jetzt mal ganz im Ernst, 6.500 Leute, also was machen die da? Also, keine Ahnung, bauen die Pyramiden nebendran oder was? Also wie kann, dass da mal einer irgendwo vom Dach fällt, das kann man ja vielleicht verstehen. Naja, da ist es ziemlich heiß, Ben. Wenn du da einfach schon dehydrierst, dann krepieren da wahrscheinlich schon 200 pro Monat. Also genau, weiß man das, woran die gestorben sind? Vielleicht zu Tode gepeitscht oder? Ja, aber ich meine, Absperrungen sind teuer, ja. Dann schickst du halt 10 hoch, nur 8 kommen runter, machst am nächsten Tag weiter. Also ganz ehrlich, da wird sich wahrscheinlich auch keiner drum scheren, ja. Also der Beckenbauer. Dann sind das irgendwie auch, die sind ja wahrscheinlich aus dem Ausland irgendwie von da aus zusammengeholt, ja, unter dubiosen Umständen möglicherweise. Ja, sind viele aus dem Ausland. Ja. Aber die kommen, ja, dubiose. Spaß Rückreise. Das heißt, es gibt viele, die da hinkommen, nicht unter dubiosen Umständen, sondern weil sie da sich versprechen, dann aus ihrem eigenen Elend, was sie teilweise in Nachbarländern haben, mal rauszukommen. Aber das geht halt nicht auf die Rechnung. Wobei man ja auch sagen muss, ne, ein Zeuge war ja vor Ort, Beckenbauer, als es ihm noch was besser ging. Mittlerweile ist er schon ein bisschen älter. Der hat gesagt, er hat keine Sklaven gesehen. Alles gut da. Ja gut. Ja, dann wird es wohl stimmen. Wenn der auf der Sänfte drauf sitzt, muss er auch nach unten gucken. Ja. Nee. Also um die Diskussion vielleicht noch einen letzten Punkt anzufügen. Ich finde das erstmal gar nicht so schlecht, dass da auch jetzt wirtschaftlicher Druck vielleicht gemacht wird. Aber Leute, da ist doch alles nichts Neues. Also das weiß man ja schon seit Jahren. Ja, also seitdem die Diskussion losgegangen ist, gibt die WM dahin, dann muss die irgendwie im Winter stattfinden, weil im Sommer zu warm ist. Dann brauchen wir da irgendwie dies, das, jenes. Dann werden da irgendwie, ne, in Anführungszeichen Sklaven oder werden zumindest Menschen ausgebeutet. Das ist ja alles schon Jahre alt, die Diskussion. Und da jetzt irgendwie so plötzlich aus der Hüfte raus zu sagen, ja, oh Gott, 6.500, wie Beef eben schon meinte, ja, bei 6.200 war es noch okay oder wo ist die Grenze? Ja, ich finde, da ist die Grenze schon bei einem schon zu viel, wenn es wie fahrlässig hervorgerufen worden ist oder sogar ja, da mehr oder weniger gezwungen worden ist. Deswegen... Ja, also in dem Maße jetzt da zu sagen, ich liefere keinen Rasen, ja, ist vielleicht auch eine gute PR-Maßnahme. Also der Profifußball gilt ja bekanntermaßen als moralisch extrem sauber, ja. Extrem, ja. Und ich möchte da auch hier, ich bin ja auch Titanic-Leser regelmäßiger, ja, die Geschichte mit dem Präsentkorb, wer es nicht weiß, kann es googeln. Ja, vielleicht die Kollegen, die freundlichen Medienkollegen von der Titanic, wisst ihr Bescheid, Kastenbier, etc., etc. Also, ja, also da geht ja alles so sauber zu, dass, ja, ist völlig außer Frage, dass da irgendwas Du fährst auch auf der Dreisene zur WM dahin, ne? Ja. Ja. Aber über den Sand. Jenseits von allem Zynismus und Ironie und sonst irgendwas, ja, aber ich finde es schon ein schwieriges Thema irgendwie. Also das ist geht ja jeden Einzelnen auch an. Also das fängt ja mit an, wenn ich es nicht gucke, findet es trotzdem statt. Wenn ich es doof finde. Und die Leute sind ja schon tot. Hm. Ja. Oh. Die sollen wenigstens nicht umsonst gestorben bleiben. Ja. Jetzt ist auch egal. Also er ist an sich ein vernünftiger Mensch, aber ja, irgendwie. Ich bin sehr rational. Also ich finde ja Fußball als Hobby auch überbewertet. Oh. So, jetzt ist es raus. Okay, ich mache schon mal einen Motor mit Köpfen. Ich möchte. Oder doch was mit Unanieren. Ich möchte euch doch nochmal mit auf den Weg geben, nochmal drüber nachzudenken, was ich eben zu Amnesty International gesagt habe, denn es kommt auch immer darauf an, wer sowas sagt. Wenn hier Rolex-Kalle, ne, von Bayern immer zum Freundschaftsspiel nach Katar fliegt oder ins Trainingslager, gibt es ja auch immer einen riesen Ärger und Rolex-Kalle sagt dann immer, ja, aber man bewegt nur was, indem man, weiß was ich, Kontakte schafft und dies und das macht. Wir bewegen da mehr, als wenn man das boykottiert. Da kriegt er regelmäßig einen für auf die Schnauze. Jetzt gibt es dieses Statement von Amnesty International, was ich eben schon mal erzählt habe, was letztlich eigentlich vom Tenor her eigentlich das Gleiche ist. Ich würd's nur mal so ein bisschen so euch zum Nachdenken mit nach Hause geben. Also wenn's der Zustand nach diesem Podcast zulässt. Das ist tatsächlich schwierig. Ne? Man will auf der einen Seite die Scheiße nicht und ist deswegen auch schnell dabei zu sagen, boykottiert die Kacke oder wir machen nicht mit. Aber auf der anderen Seite stellt sich tatsächlich die Frage, kommt nicht vielleicht auch irgendwas Gutes bei raus? Natürlich sind 6.500 Tote nichts Gutes, das ist klar. Aber dann hätte man es von Anfang an ja, pass nicht zulassen dürfen. Wenn das irgendwas ändern würde an der Scheiße,
Dann, ich sag nur Olympia 36, ja? Da kamen sie nämlich auch und dachten, komm, den kriegen wir nochmal rum, dann machen wir ein bisschen international, dann wird das alles besser. Und 3 Jahre später, ja, war's nicht dann besser. Ist Polen offen. Ja. So, ich will jetzt Katar nicht direkt mit etc. vergleichen, aber was bringt es denn, ja? Ja, was bringt es? Da die Diskussion hat man jetzt. Ja, aber da kannst du auch Willy Brandt gegenbringen, mit seiner Ostannäherungspolitik damals auch genau sich das anhören musste. Das bringt ja alles nichts und es hat doch was gebracht. Tja. Also da gibt es solche und solche Beispiele. Ne? Also nur Brandt oder Berlin, unser Quiz unterm Podcast direkt, könnt ihr abstimmen, Katar, ja oder nein. Der Ben besorgt sich noch so ein Umfrageformular zügig und dann stimmt er ab und dann wissen wir Bescheid. Also ich finde das schwierig. Amnesty International ist natürlich jetzt irgendwie, muss man mal grundsätzlich freimachen von irgendwelchen monetären Motiven, aber die können doch auch diese Zahlen nicht ignorieren. Und ich habe jetzt gerade diesen Spruch gebracht, aber das war natürlich Satire. Ja, ja, das ist schon ganz klar, Satire. Ja. Darf alles. Ist ja irgendwas nicht Satire gewesen? Nein, aber damals, das ist ja, glaube ich, im Verband vergeben worden, Russland und Katar. Das waren ja gleich, die wurden ja beide announced. Ja. Und Russland haben wir schon hinter uns. Und das ist ja auch, da hat ja auch jeder gesagt, kannst du nicht machen. Und so haben wir alles schön abgeklatscht und ja, alles gut. Und Katar wird genauso laufen. Den meisten wird es scheißegal sein und das ist weit weg. Und deswegen, ich finde es, das hatte ich ja eingangs gesagt, ich finde es erstmal sehr mutig von so einem Familienunternehmen, die kein Coca-Cola sind und vielleicht erfolgreich sind, aber auch nicht sicherlich. Ach stimmt, wir waren so ja eigentlich beim Gras, ne? Ja, beim Gras. Ja. Dass sie sich trauen, eine Meinung zu vertreten, wann auch immer sie zu der Meinung gekommen sind und zu sagen, nee, das ist uns jetzt echt too much. Mhm. Das ist jetzt, das können wir mit unserem Gewissen nicht vereinen und wir machen das und halt da nicht. Das machen nicht viele. Ja, das will ich mal sehen, wie viele Sponsoren da rausgehen. Und das finde ich halt auch den spannenden Punkt. Ich hatte ja am Anfang auch so ein bisschen gesagt, dass ich auch so ein bisschen hin und her gerissen war am Anfang, wo ich den Artikel zum ersten Mal gelesen habe. Aber genau diese Überlegung hatte ich dann halt auch. Also es ist ja immer so ein bisschen die eigene Haltung. Ne? Und auch mit Amnesty International, was du eben sagtest, sag mal, jo, ich finde das auch immer so ein zwiespältiges Argument. Also ich weiß, das ist dann Diplomatie und Gedöns. Und dann muss ich ein bisschen annähern oder muss wieder ein bisschen weggehen und sowas. Aber es ist, wie gesagt, schon mal auf jeden Fall erstmal eine Haltung und die Haltung auch umgesetzt in Handeln. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Einfach nur drüber zu reden und man sagt, jo, ist ja alles schön und gut und schlimm und sowas, aber dann nicht zu handeln, das ist tatsächlich so ein bisschen das Zwiespältigere. Und deswegen finde ich eben auch, wenn so ein Unternehmen jetzt natürlich, das ist auch kein Drei-Mann-Betrieb logischerweise, ne? Das ist natürlich auch ein großer Rasenanbieter, sonst kann der das natürlich nicht. Ja, den ist der Außendienst aufs Dach gestiegen. Ja, naja, das ist schon, weiß nicht, das ist, muss man sagen, schon einen gewissen Respekt nötigt einem das ab. Und deswegen finde das schon auch, aber ich finde das auch schwierig, muss auch vielleicht jeder für sich beantworten. Vielleicht gibt es auch nicht die eine Antwort, die das dann richtig beantwortet oder die das dann entsprechend auch die eine Wahrheit, aber es ist ganz schwierig, das Thema. Wirklich. Vielleicht können sie ein paar Bäume stattdessen dahin pflanzen. Ja. Aber keine Monokultur. So, jetzt habe ich mal richtig runtergezogen. Genau. Bevor ich wieder anfange zu weinen, würde ich vorschlagen, wir haben anderthalb Stunden schon platt gemacht und sicherlich drückt dem einen oder anderen schon die Blase, aber wir gehen hier nicht raus, bevor der Sommer nicht den kleinen schmutzigen Quickie abgefeuert hat. Deswegen würde ich sagen, hau raus. Ja, der ist auch Gott sei Dank tatsächlich sehr kurz. Wir haben ja brutal überzogen. Ist ja schon fast hier wie früher Thomas Gottschalk bei Wetten, dass. Wir sind ja echt, also sind schlimm. Pokalspiel. Wir waren ja schon beim Fußball. Wie passend, ne? Pokalspiel in Brasilien. Boa Vista gegen, und jetzt spreche ich es brutal falsch aus, Goiás, also G-O-I-A-S, wie auch immer man das ausspricht. Ich weiß nur, dass man Boa Vista ausspricht, aber das andere kann ich dir auch nicht helfen. Boa Vista gegen Goiás. Irgendwas mit Hass. Goicoechea. Ich kann es nicht aussprechen. Du kannst ja schon mal damit mit dem Wissen glänzen, dass die Brasilianer nicht Spanisch sprechen. Goicoechea. Das ist doch schon mal was. Ja. Ronaldo. Portugiesch. Jedenfalls
Jedenfalls ist dieses Pokalspiel und plötzlich plätschert was, beziehungsweise der Schiedsrichter musste aufs Klo, hat irgendwie das Spiel unterbrochen, hat an den Mittelkreis gepinkelt. Also das muss man auch erstmal fertig bringen. Stand ein Baum? Aber noch nicht, aber bald. Ja genau, es ist nicht überliefert, ob da noch ein Baum dann wächst. Aber man konnte wohl, er hatte den Kameras, er wusste anscheinend, wo die stehen, den Rücken zugekehrt. Man konnte aber zwischen seinen Beinen lang plätschern sehen. Dann hat er seine Hose wieder zugeschnürt und das Ganze wieder beendet und dann ging es weiter. Also sichtlich erleichtert hat er dann das Spiel auch zu Ende gebracht. Da sagt man dann, der Schiri hat viel laufen lassen. Der hat viel laufen lassen, ja. Genau. Aber ich vermute mal, die Spieler haben eher um die Mitte rumgespielt. Also eher über die Flügel. Da wollte dann keiner mehr grätschen. Ja, stimmt. Aber das erinnert mich, ich weiß nicht, wer das von euch noch weiß, der alte Hans Fiol, ehemaliger Mäzen des Bonner SC, der hatte ja mal die glorreiche Idee, die komplette kubanische Nationalmannschaft für den BSC zu verpflichten. Und der Antwerpes, damaliger Regierungspräsident, hat es ihm leider dann vermiest, indem er denen keine Spielerlaubnis und keine Arbeitserlaubnis gegeben hat. Aber das war ein genialer Schachzug, weil die durften nicht als Profis irgendwo arbeiten und waren aber recht gut. Und dann hat er sie nach Bonn geholt und dann gab es ein Spiel, ich glaube, es war ein Freundschaftsspiel, da war ich im Stadion. Und da hat er dann halt seine ganzen Kubaner da auf der Bank sitzen gehabt und dann sollte auch einer eingewechselt werden. Und ich weiß nicht, wer den Sportpark Nord kennt, der hat auch so eine mit Betonmauer. So, da ist quasi keine Tribüne, sondern nur so eine Betonmauer in der Kurve. Und einer der Kubaner, es war auch Winter, sollte gleich eingewechselt werden, da bekam er so ein Handzeichen, und rannte dann so mit, keine Ahnung, 500 Leuten auf der Tribüne erstmal zu dieser Betonmauer und hat dann da dran gestrollt, bevor er dann eingewechselt wurde. Und alle haben so, yeah, geil, den wollen wir haben. Der ist Jod. Ja, jemand, der vor 500 Mann pinkeln kann, nicht schlecht. Ja, ich könnte es nicht wahrscheinlich. Ich also kann das schon nicht, wenn mit einer neben mir steht. Gesicht zur Menge. Ja, also um das abzuschließen, das ist ja das Wichtigste an dem ganzen Boavista, da hat das Spiel 3-1 gewonnen. Sehr gut. Glückwunsch. Und tröpfelte das Spiel so dahin, oder? Das Spiel plätscherte nur so vor sich hin. Das ist ein Pissspiel. Mann. Ich glaube, du musst traurhaft Schluss machen, Ben, es wird schlimm. Ja. Das Niveau steigt ins Unterwesentliche. Es war mir eine Freude. Henk, du bist jederzeit wieder herzlich willkommen hier im Bus. Dann müssen wir natürlich immer ganz viel überziehen, aber das ist auch mal völlig legitim. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Schön, dass wir hier zusammengekommen sind und bis bald mal wieder, liebe Hörerinnen und Hörer. Abpfiff. Tschüss. Tschüss. Ciao, Kakao.